Moin, Herr Wuttke. Moin, Spitzebille. Moin. Sie sind eine Minute im Rückstand. Och, man kann es doch übertreiben. Ja. Ordnung muss sein. Ja, an dem Satz ist Athen zugrunde gegangen. Ja, nun machen Sie schon. Ich bin heute sehr beschäftigt. Beschäftigt? Was ist das dann? Sie sind doch Beamter. Das ist soweit. Guten Morgen, Herr Regierungsrat. Guten Morgen, Herr Regierungsrat. Nanu. Morgen, Herr Regierungsrat. Ist er noch gar nicht da? Das hat er schon 9 geschlagen. Tja, was sagen Sie dazu? Tja, da muss die Uhr vorgehen, ne? Das stimmt ganz genau, das ist überhaupt doch nicht da gewesen. Na sowas? Regierungsrat, sind Sie in 8:01 noch nicht im Büro? Da wird sich doch nichts angetan haben. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Wir haben Sie nicht mitgekriegt, wie ihm das gestern an die Nieren gegangen ist. Ach, Sie meinen, weil Sie ihn wieder übergangen haben bei der Beförderung? Oh, ja. Nein. Das ist doch eine Gemeinheit. Da sitzt der Mann seit 12 Jahren auf diesem Sessel und schuftet und schuftet. Und die anderen machen Karriere. Pech. Hm? Ach, das ist doch ganz normal. Der Regierungsrat, der ist doch Kölner. Und als Kölner fällt mir er der Pfeffer runter und darauf. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, hier bestimmen, da haben doch nur die Immis. Ich meine die Preußen, wer hier befördert wird. Das ist eine bösartige Unterstellung, glauben Sie mir? Mein lieber Herr Wuttke, ich bin gut katholisch, aber ich glaube an ja nichts. Ein Schock für den armen Regierungsrat. Ja, aber das ist doch kein Grund, sich zu verspäten. Frau Dietrich, ich muss schon... Ja, mit... Männer sind eben unzuverlässig. Ja, das sagen Sie immer. Und haben recht. Selbst auf Dittchen ist kein Verlass mehr. Morgen, Herr Regierungsrat. Guten Morgen, Herr Assessor. Nun, wo steckt er denn? Er ist noch gar nicht da. Soll ich mögen? Ob ich vielleicht die Polizei benachrichtige? Aber nicht. Unsinn. Hier, besorgen Sie mir lieber ein paar Zigaretten. Sie kennen ja meine Sorte. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Na, Herr Assessor? Ich wollte Sie nur höflich darauf aufmerksam machen, dass heute mal wieder Sonnabend ist. Na und? Und was ist denn nun mit unserem Weekendausflug? Heute? Oh, nein, das ist ganz ausgeschlossen. Nämlich ja, ich weiß, jetzt kommt wieder eine Ausrede. Vor 2 Wochen hat Ihre Freundin sich den Fuß verknackst und vor 8 Tagen bekam der Dackel ihrer Tante Heuschnupfen. Mal. Jetzt wollen Sie mir wahrscheinlich erzählen, dass Ihre Großmutter die Masern gekriegt hat. Nein, wirklich, Sie können mir glauben. Ich glaube gar nichts mehr. Ich bezweifle allmählich, dass Sie je eine Großmutter gehabt haben. So. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Nichts, ich habe keine Zeit. Am Wochenende? Ja, vor allem am Wochenende. Da habe ich meinen Jiu-Jitsu-Lehrgang. Sie machen einen Jiu-Jitsu-Kurs? Ja, als Frau muss man die Kunst der Selbstverteidigung beherrschen. Ach, und warum? Na, die Männer kann man sich doch heutzutage nicht mehr verlassen, oder? Und Sie meinen, die werden zuverlässiger, wenn Sie sie mit einem Armhebel in den Papierkorb schmettern, hm? Das nicht, aber Sie werden sich hüten, mir mit irgendwelchen Komplimenten ein Bein zu stellen. Na, das würde ich doch niemals wagen, Sie maschinenschreibende Handkanten-Amazone. Handkanten-Amazone? Ich merke, Sie nehmen mich nicht ernst. Sie werden sich noch wundern. Ja, ich bitte darum, ja? Schmettern Sie mich in den Papierkorb. Brechen Sie mir sämtliche Knochen, spalten Sie mein zartes Genick mit einem Schlag Ihrer übersinnlichen Handkante und ich werde im 7. Himmel sein. Gut. Sie wollen es nicht anders... Moment, so habe ich das nicht gemeint. Ich sag Sie, auf die Männer ist kein Verlass. Keine Angst. Ich wollte nur etwas näher treten. Dabei hatte ich mir alles umgekehrt vorgestellt. Wieso? Ich habe doch ein Motorrad. Und ich dachte, wenn Sie so hinter mir auf dem Rücksitz kauern und sich in den Kurven ängstlich an mich klammern, das ist doch ein tolles Erlebnis, ne? Was bringt einen doch auch näher. Ich kenne nämlich eine Strecke, die besteht aus lauter Kurven. Was haben Sie denn für eine Knatterkiste? 500er Adler. Oh, das ist ja ein richtiger verchromter Feuerofen. Da komme ich mit. Und wenn Sie sich dann schön in die Kurven legen und Ihre Finger aus den meinen raushalten, dann... Dann? Dann tut sich Ihr Motorrad. Guten Morgen, Herr Oberregierungsrat. Morgen. Morgen, Herr Oberregierungsrat. Morgen. Ja, ich hatte noch gar keine Gelegenheit. Morgen. Ja. Morgen. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ja, morgen. Morgen. Ja. Danke, lieber Assessor. Hat wohl einiges Aufsehen erregt, was?
Muss gestehen, war selber ganz baff. Ja, habe erst im nächsten Jahr damit gerechnet. Böse Mäuler werden natürlich wieder sagen, Protektion, sein Onkel ist ja Minister. Oh, und gewisse Zeitungen werden wieder schreiben, natürlich. Ein Herr von Giersdorf, Bevorzugung des Adels. Selbstverständlich, wäre ja noch schöner, wo kämen wir denn dahin? Wozu haben wir denn die Republik? Sagen Sie mal, was hat denn der gute Herr Regierungsrat dazu gesagt? Hm? War wohl etwas beknuckst. Na ja, er wartet ja seit Jahren darauf. Ne? Tja, sehen Sie mal, der moderne Staat braucht eben Köpfe, Intelligenzen. Außerdem hat er im Kölner Präsidium ja sowieso keine Aufstiegschancen. Warum? Sehen Sie mal, werter Herr Kollege, der Prophet im eigenen Lande wandert am besten aus. Dort kommt er weiter, sehen Sie mich an. Nicht? Ja, im Präsidium eines Karnevalsvereins, da hätte der gute Dittchen bestimmt Aussichten. Aber hier, ich bitte Sie. Übrigens, wo steckt der denn? Ja, der ist noch nicht da. Ach nee. Das wäre aber sehr unangenehm, nämlich diese Dings da, die Landtagsabgeordnete, wie heißt die denn? Diese Augenschild? Die meine ich doch, die spukt wieder in sämtlichen Büros herum. Ui. Sicherlich hat sie wieder eine Beschwerde. Wenn die einen erwischt, dann kommt man nie wieder weg. Die wollte ich mir abwimmeln. Haben Sie denn die Rede gelesen, Herr Oberregierungsrat, die Sie gestern wieder im Landtag gehalten hatten? Nee, kann ich mir aber ganz genau vorstellen. Niedergang der Moral, sittliche Verwahrlosung des Volkes. Ist doch immer dasselbe Quatsch. Entschuldigen Sie, bitte, bitte. Ja, hier Büro des Regierungsrats Dittchen. Nein, er ist noch nicht anwesend. Wer ist denn da? Frau Regierungsrat. Ja. Ja, das werde ich Ihrem Gatten gern ausrichten. Ja, wiederhören, gnädige Frau. Wer war denn das? Seine Frau? Ja, sie kommt gerade von einer Reise zurück. Sie hat vom Bahnhof aus angerufen. Sie will in einer halben Stunde herkommen, sich die Hausschlüssel von ihrem Mann abholen. So? Ah, da bin ich aber neugierig. Sagen Sie, wer der Herr Kollege, der gute Dittchen, soll ja eine ganz merkwürdige Frau haben. Inwiefern? Doch, diese Dame hat künstlerische Ambitionen, malen, Roman schreiben, etc. pp. Sehen Sie mal, so eine Frau kann doch den guten Dittchen um Jahre zurückwerfen. Na, ich weiß nicht. Aber wieso, kennen Sie sie denn nicht? Nein, die war noch nie hier. Achso, ja. Ja, sagen Sie mal, dass man hier nie was Weibliches zu Gesichte bekommt, nicht wahr, lieber Herr Assessor? Wäre doch für uns Junggesellen ganz amüsant, ne? Sie sind ja sehr unternehmungslustig heute. Oh, am Sonnabend immer. Weekend-Stimmung. Wochenend und Sonnenschein fädeln manche Ehe ein. Na, da ist ja Junggesellen-Dasein aber stark gefährdet. Ich bitte Sie, lieber Herr Assessor, mein Hauptschlager ist doch mein süßes Kätzchen. Wir zwei sind schlau. Nur übern Sonntag sei meine Frau. Ja. Die Frau Abgeordnete ist nebenan. Möchte Herrn Oberregierungsrat sprechen. Na bitte. Da haben Sie ja schon was Weibliches. Was, die Augenschild? Dankeschön. Gott bewahre mich vor der, die wird mich den ganzen Vormittag wieder anöden und ich will auch bald weg hier. Sehen Sie mal, ich bin jetzt, na bitte, ich bin jetzt eine Viertelstunde im Amt. Ich kann mich ja schließlich nicht totarbeiten, ne? Dazu, Herr Assessor, der Herr Regierungsrat ist immer noch nicht da. So, jetzt kriege ich jetzt langsam mit der Angst zu tun. Sollen ich vielleicht zu Hause mal bei ihm in der Wohnung anrufen? Also gut, können wir machen. Ja, bitte geben Sie mir doch mal die Wohnung von Regierungsrat Dittchen. Wenn wir es ja gleich hören. Da bloß nichts passiert ist. Wie meinen Sie das? Vielleicht hat er sich da zu Herzen genommen, dass er nur wieder nicht avanciert ist. Ach, Unsinn. Ja? In der Wohnung meldet sich niemand. Ja, danke. Ist allerdings sonderbar. Was habe ich gesagt? Passen Sie auf. Der hat aus gekränktem Ehegefühl das irdische Joch abgeschüttet und hat zum Jahrschlauch gegriffen. Hören Sie doch endlich mit diesem Blödsinn auf. Nein, ich habe ihm das gestern schon angemerkt. Er war ja schon ganz verbiestert. Und ich lasse mich das nicht ausreden. Er weilt nicht mehr unter uns. Ja, ist ja gut, Herr Wundke, ist ja gut. Seht wirklich vor mir den jungen Serienregierungsrat, wie er die Himmelsleiter raufkraxelt auf seinen stabilen Beinchen. Und Petrus steht oben, tut ihm die Tür auf. Der gute Dittchen tritt herein und sagt: Guten Morgen. Was klatschen Sie mich denn so an, mein Lieber? Ich kann mir ja auch mal erlauben, zu spät zu kommen. Ja, lassen Sie ihn gar nicht. Schauen Sie ruhig an mir aus, Herr Regierungsrat. Ich bin ja bloß froh, dass Sie wieder da sind. Ich habe Sie ja schon als Jasperlau ins Jenseits fliegen sehen. Was ist denn los mit dem? Er hat schon geglaubt, es wäre Ihnen was passiert. War doch gar nicht so unrecht. Es ist doch was passiert. Was denn? Wenn Sie mich totschlagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist was voller Spaß gewesen. Sie werden sich doch erinnern können. Nein, keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ich habe einen wahnsinnigen Durst. Ich könnte mehr aussaugen.
Ah ja, jetzt habe ich geschaltet. Dass mir das passieren muss, ausgerechnet ich, wo ich nur selber Wasser trinke. Ich muss stinkbesoffen gewesen sein, ja. Was haben Sie denn getrunken? Das ist etwas süß. Bitte? Was haben Sie denn getrunken? Rotwein, nichts wie Rotwein. Bis zur dritten Flasche war ich noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ja, aber dann haben Sie mich verlassen. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Und wie ich nach Hause gekommen bin und wann ich nach Hause gekommen bin, keine Ahnung. Einzige, was ich weiß, ich habe einen furchtbaren Brummschädel. Und geträumt habe ich was, unglaublich. War so schlimm? Aufregend, wahnsinnig aufregend. Ja, ich habe da so einen fiesen Kerl gesehen, so ein widerliches Affengesicht, ja. Und das hat mich gestört. Und um den nicht sehen zu müssen, habe ich getrunken, aber gemerkt, getrunken habe, je öfter sah ich dieses Gesicht, der vermehrte sich so von meinem geistigen Auge. Da habe ich die Wut gekriegt und bums, war die Hauerei im Gang. Im Traum? Natürlich im Traum, aber es ist merkwürdig. Ich wollte ihm eine runterhauen und ich habe ein paar Bodikiemen gekriegt. Ja. Ich habe mich zweimal um mich selber gedreht, ja. Das ist ja keine Schande. Ich habe gekämpft allein gegen 8 Mann, nicht wahr? Traum. Natürlich im Traum. Es ist merkwürdig. Haben Sie vielleicht ein Taschenspiegelchen da? Ja, Moment. Darf ich mal schauen? Gucken Sie mal. Ist die Backe nicht dicker wie die? Ja, scheint mir auch so. Sehen Sie? Da kann man mal sehen, wie natürlich man träumen kann. Ja. Ich verstehe, dass Sie die Kränkung des gestrigen Tages runterspülen wollten. Glauben Sie, was die Kränkung mich gekostet hat? Und ich habe aber noch was geträumt. Was denn? Wie ich das Lokal verließ, kam der Ober hinter mir her und sagte, hallo Sie, Sie haben vergessen zu zahlen. Und? Ich sagte, ich trank ja, um zu vergessen. Aber jetzt erinnern Sie sich nicht. Und ob ich mich erinnere, das ist eine bodenlose Frechheit, was die hier im Amt mit mir getrieben haben. Ich weiß, ich bin kein Kirchenlicht. Vielleicht ein Kerzenstimmchen. Ich habe auch keinen Onkel, der Minister ist. Schon wieder dieser Giersdorf. Aber ich habe eine Frau, die auch mal gerne vor Oberregier gebracht werden möchte und Gott sei Dank, dass sie verreist ist. Ah ja, richtig, Ihre Frau hat Ihnen angerufen. Ja? Ja, sie kommt gleich hier, um sich die Hausschlüssel von Ihnen abzuholen. Ach du grüne Neune, die habe ich ja gar nicht mehr, die muss ich heute Nacht verloren haben. Ja. Wie sind Sie denn in Ihre Wohnung reingekommen? Sehen Sie? Nicht wahr? Das überlege ich mir schon die ganze Zeit. Herr Regierungsrat, draußen ist eine Dame, die möchte Sie jetzt sprechen. Das wird Ihre Frau sein. Sag sie bitte. Ja. Hallo, Dickerchen. Na, hast deinen Rausch ausgeschlafen? Hast du einen mächtigen Zacken gehabt? Verzeih meine Gnädigste, mit wem habe ich die Ehre? Na, das ist nicht schlecht. Du bist wohl immer noch im Tran, hm? Sie kommen mir schon bekannt vor, aber... Na, ich bin doch die Tutti. Ach, die Tutti? Keine Ahnung. Dickerchen, markier hier nicht den Ahnungslosen. Brauchst auch keine Angst zu haben, dass ich dir Ungelegenheiten mache. Ich bring dir bloß deine Wohnungsschlüssel zurück. Wie kommen Sie zu meinen Wohnungsschlüsseln? Die habe ich mitgenommen, wie ich heute Nacht von dir weggegangen bin. Was hatten Sie in meiner Wohnung zu suchen? Ich hab dich doch ins Bett gebracht. Nein, ich bin dir doch nicht irgendwie zu nahe getreten. Nee, bloß auf die Zehen. Nein, nein, du hast dich benommen wie ein Kavalier. Ja, muss ich besoffen gewesen sein. Sagen Sie mal, warum sagen Sie eigentlich du zu mir? Wir haben doch Brüderschaft getrunken. Wir beide? Ja, und einen Brillantring hast du mir versprochen. Zum Andenken. Denke mal an, ja. Haben Sie schon mal ein Geschenk bekommen? Bis jetzt noch nicht. Von mir kriegen Sie auch keinen. Schade. Um etwas klarzustellen, wenn ich Ihnen vielleicht die Ehe versprochen haben sollte, ich bin verheiratet. Ich auch. Gott sei Dank. Du, mein Mann ist übrigens auch Beamter. So, das... Mhm. Bitte tun Sie mir doch die einzige Liebe und sagen Sie wieder Sie zu mir. Wir sind hier im Präsidium, wenn das jemand hört. Ich verstehe. Ja, Moment, eine Frage. Bitte sagen Sie mal, wo haben wir uns dann kennengelernt? Nein, der weißen Maus. Ah, ja, ja. Oh, erinnern Sie sich nicht mehr an die 8 weißen Mäuschen, die da getanzt haben? Hm? Ja, ich habe weiße Mäuse gesehen. Ja. Wie bin ich denn dahin gekommen? Ganz langsam und bedächtig. Was? Wenn ich dagegen denke, mit welchem Wupp dich sie wieder rausgeflogen sind. Rausgeflogen? Warum bin ich denn rausgeflogen? Na, die Sache war doch so.
Sie sind in das Lokal gekommen, haben sich an meinen Tisch gesetzt. Wir haben zusammen eine Flasche Sekt getrunken. Plötzlich haben Sie das heulende Elend bekommen, mir Ihren Kummer gebeichtet, dass Sie so gerne Ober geworden wären. Ich wusste jetzt gar nicht, was Sie meinen. Dann haben Sie mich für einen Kellner gehalten, ja, ne? Dann haben Sie mir erzählt, wer Sie sind. Und dass der andere befördert worden ist, der Knallkopf, den Sie nicht riechen können. Ja, stimmt, stimmt, der ist jetzt Oberknallkopf. Ah. Das habe ich Ihnen alles anvertraut. Ja, dann haben Sie mir noch ein Bild von Ihrer Frau gezeigt, mir vorgejammert, wie die sich grämen wird. Das hat mir leid getan. Ich habe Ihnen gut zugeredet und nach ein paar Cocktails waren Sie wieder ganz vergnügt. Oh, bis es zu dem großen Krach kam. Wie? Na, das werden Sie doch noch wissen. Naja, so dunkel schon, aber erzählen Sie mal weiter, ich höre es so gern. Am Nebentisch saß doch ein älterer Herr mit einem Kneifer. Ja, ja, der sah aus wie ein Kakadu. Ja. Ja. Er hat immer mit mir rumpulsiert und über Sie hat er faule Witze gemacht. Das ist eine Frechheit. Oh. Wie er dann zu mir rüberkam, ich beim Arm packte und sagte, komm Püppchen, lass doch den Trauerkloß schießen. Sind Sie furchtbar rabiat geworden. Ja, so bin ich mal. Ja. Den haben Sie angefaucht. Herr, wenn Sie den Finger nicht von der Dame nehmen, dann knall ich Ihnen eine. Da sind die Pupillen übers Schellsack geklettert. Und dann hat's gekracht, was? Auermächtig. Ja, ja, wo ich hinhaue, da wächst kein Gras mehr. Nee, er hat Ihnen eine gelangt. Ach so, darum habe ich also doch nicht geträumt. Ne? Dann gab es einen furchtbaren Krach. Der Wirt hat uns rausgeschmissen. Ich habe sie in eine Droschke gepackt und nach Hause gefahren. Ah ja, das war reichend liebenswürdig von Ihnen. Aber bitte gehen Sie sofort raus. Meine Frau kann jeden Moment kommen, wenn die Sie hier sieht. Keine Angst, ich verschwinde ja, schon. Ja, bitte schön. Adieu, Dickerchen. Ja, ist gut. Oh, oh, Herr Regierungsrat, guten Morgen. Ja, bitte, wenn Sie hier eintreten wollen, gnädige Frau. Guten Morgen, Herr Regierungsrat. Guten Morgen, Frau Abgeordnete. Ich freue mich, Sie zu sehen. Das glaube ich Ihnen nicht. Im Gegenteil, Sie sind entsetzt. Aber gnädige Frau. Und Sie auch. Alle rücken Sie aus, wenn Sie mich nur von Weitem sehen. Ich gehe Ihnen auf die Nerven. Ich weiß das, aber ich bin daran gewöhnt. Wenn ich im Abgeordnetenhause die Rednertribüne besteige, dann ist der Saal im Nu leer. Warum? Nur weil ich meinen Zuhörern einen Spiegel vorhalte, in dem sie sich meist selbst erkennen. Meine Herren, der zunehmenden Sitzenlosigkeit muss endlich behördlicherseits Einhalt geboten werden. Ich bin Präsidentin von über 200 Frauenvereinen und wir haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht, unsere demoralisierte Generation aus dem Sumpf, in dem sie zu ersticken droht, herauszuziehen und Sie müssen mir dabei behilflich sein. Jawohl, Frau, ich ziehe mit. Das freut mich. Ja. Bitte, gnädige Frau, wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke, danke, danke. Aus allen Gauen des Reiches erhalte ich täglich eine Fülle von Beschwerdeschriften, die beredtes Zeugnis ablegen für die skandalösen Zustände, die sich bei uns herausgebildet haben. Und ja, ich habe das alles in dieser Denkschrift niedergelegt. Halten Sie mal fest. Sie behandelt zunächst die fürchterlichen Verwüstungen, die der Alkoholgenuss an unserem Volkskörper anrichtet und die ja oft bis zur totalen Verblödung führen. Nicht wahr? Sie selbst geben dafür das beste Beispiel. Wieso nicht, Frau? Na, ich sehe, Sie trinken Wasser. Ach so, ja, leidenschaftlich gern. Ich kann nie genug davon kriegen. Aber jawohl, zum Wasser. Danke. In einem anderen Kapitel geißle ich die öffentliche Zurschaustellung des weiblichen Körpers bei sportlichen Veranstaltungen. Nun ja, meine Herren, natürlich. Auch ich treibe Körperkultur. Aber doch zu Hause, bei geschlossenen Vorhängen. Das ist sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Hinstelle nur mit einem hauchdünnen Trikot bekleidet. Entsetzlich. Dann, meine Herren, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders auf die Auswüchse in der sogenannten Weekend-Bewegung lenken. Weekend-Bewegung? Was ist denn das? Das ist auch so eine Mode, die wir von drüben importiert haben, so wie die Negertänze. Ja. Unter dem Vorwand auszuspannen und Körper und Geist in der freien Natur zu stehlen, sieht man die jungen Leute beiderlei Geschlecht sonnabends scharenweise die Stadt verlassen. Aber zu welchem Zweck? Nun, um sich draußen unerlaubten Vergnügungen hinzugeben. Ja, meine Herren, was das
alles geschieht und wie es dazu geht. Zeigt Ihnen wohl am besten die Überschrift, die ich diesem Kapitel gegeben habe. Das Liebesleben in der Natur. Hiermit überreiche ich Ihnen meine Denkschrift. Ich stehe Ihnen gerne mit weiterem Material zur Verfügung, denn das ist nur eine Auslese. Danke, danke für die Auslese, wenn Sie sie auslesen. Ja. Der Herr Ministerialrat ist soeben vom Urlaub zurückgekommen. Oh, dann könnte ich doch gleich persönlich. Ja, aber selbstverständlich, gnädige Frau. Herr Regierungsrat, Sie sind wohl so freundlich. Ja, meine Gnädigste, wenn ich bitten dürfte. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Der Herr Regierungsrat wäre. Ja, aber Gnädigste, so bleiben Sie doch. Nein, irre ich nicht, aber sicherlich nicht. Wir kennen uns doch. Ja, Sie kommen mir auch so bekannt vor. Ja, können Sie sich denn nicht erinnern, vor 3 Jahren auf Helgoland? Stimmt, der Abend im Kursaal. Wo die schönsten Weine prämiert wurden. Gnädigste bekam doch damals als ersten Preis den goldenen Hummer der Insel. Und das haben wir dann in allen möglichen Lokalen gefeiert. Ja, bis zum Morgen. Ach, das war eine Nacht. Ja, wissen Sie auch, dass ich damals, bitte sehr, bitte, dass ich damals wahnsinnig verknallt in Sie war? Ja. Aber ich hatte bei Ihnen ja kein Glück. Tja, damals war ich verlobt. Ja, und heute? Oh, heute hätten Sie vielleicht mehr Chancen. Ach, dann sind Sie jetzt also fein. Ja, ich bin verheiratet. Ja, ja. Sehr gut, ja, ja. Aber sehr glücklich scheint Ihre Ehe nicht zu sein. Doch, doch. Gott, mein Mann ist zwar bedeutend älter als ich, aber immerhin, man will doch versorgt sein. Und ein Beamter, der hat so sein sicheres Einkommen. Beamter? Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Sie sind sicher erstaunt, mich hier zu sehen, aber ich habe vorhin mein Täschchen liegen lassen. Ich kam... Wegen der Wohnungsschlüssel. Das wissen Sie? Ich bin jetzt vollkommen im Bilde, gnädige Frau. Oh, nanu. Warum auf einmal so reserviert? Wozu dieses Reservoir? Was sind Sie eigentlich? Auch Regierungsrat? Mehr. Ich bin gestern avanciert. Ach, dann sind Sie der Oberknallkopf. Was bin ich? Au, au, so hat er mich wohl genannt. Ach, das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen. Er hat sich so gegiftet. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Pardon, können wir uns denn nicht mal wiedersehen? Warum denn nicht? Ach, das wäre ja famos. Wie wäre es da mit einem kleinen Weekendausflug? Macht man Schatz. Herrlich. Ja, heute geht es wohl nicht. Lässt sich auch machen. Wirklich? Ja. Aber Ihr Gatte... Oh, das lassen Sie ruhig meine Sorge sein, dem werde ich schon was erzählen. Abgemacht. Und der Treffpunkt? War ich nur beim Rheinufer, was? Ja, ich werde Sie mit heißer Sehnsucht erwarten. Mach ihn wild, ja? Oberknallkopf, na warte. Tag, lieber Kirsten. Guten Tag, Herr Ministerialrat. Ich wollte mich zu Ihnen bei Ihnen melden lassen, um Sie zu begrüßen. Ach so, apropos Glückwunsch zur Beförderung, nicht wahr? Ergebensten Dank. Ich weiß sehr wohl, wie sehr ich Ihnen für dieses Avancement verpflichtet bin. Naja, in meiner Eigenschaft als Personalreferent habe ich Sie in Vorschlag gebracht, nicht wahr? Das wusste ich, Herr Ministerialrat. Ja. Ja. Mein Onkel, der Minister, hat sich außerordentlich gefreut und lässt Sie ebenfalls recht herzlich grüßen. Ja, verbindlichsten Dank. Mein lieber Kirsdorf, Sie kommen vorwärts. Es wird die Spur von Ihren Erdentägen noch an dem Stuhl vom Präsidenten sägen. Das ist von mir. Sehr witzig. Was? Nein, nein, ich meine, ich staune. Ja, Training ist alles beim Dichten, nicht wahr? Ja, ich staune vor allen Dingen, dass Sie jetzt schon im Amt weilen, da doch Ihr Urlaub erst morgen abläuft. Ja, wenn ich geahnt hätte, dass Sie mir zur Begrüßung diese Haubenschild auf den Hals hetzen, Sie. Gerade jetzt, wo ich noch ganz unter dem Eindruck einer entzückenden Reisebekanntschaft schwinge. Ach. Ja, sie schneide ins Zugabteil wie eine Feder und ich ergriff sie, um mit meinen Worten zu sprechen, wie ein Ertrinkender, ein Strohhalm, der im gebratenen Mund fliegt. Nein. So appetitlich war sie? Ja, ganz mein Typ. Eine Lady vom Scheitel bis zum Stiel. Stiel. Ich verstehe nicht ganz. Ja, sie ist Schriftstellerin. Allein ihr Künstlername hat meine Gänsehaut zur Auferstehung gebracht. Edith von der Wallburg. Und ihre Sprache hat mich so berauscht, dass ich flugs auch in mir der Pegasus rührte. Und da haben Sie flugs ein Rendezvous verabredet? Nee. Wir haben miteinander gedichtet, nicht wahr? Ein Beispiel. Ich liege gerne im Messingbett, im Messing blinkt das Messing nett, am schönsten Messing dein Skelett.
Donnerwetter, das ist ja dichterisches Edelmetall. Ja, stehen Sie bequem. Aber Sie müssen sich doch wiedersehen. Nein, nein, das hoffe ich schon. Ich habe zu diesem Beruf einen kleinen Trick geschmiedet. Ja, hoffentlich haben Sie Erfolg damit. Ja. Ich hatte vorhin auch übrigens eine sehr überraschende Begegnung gehabt. Ich hatte endlich das Vergnügen, die Frau unseres verehrten Herrn Kollegen Dittchen kennenzulernen. Ich kenne sie ja schon seit früher. Wie sieht denn die aus? Totschick, flotter Käfer. Übrigens viel jünger als er. Ach so, deshalb hat er sie so ängstlich vor uns verborgen gehalten, vor uns zwei eingefleischten Junggesellen. Ja, ja. Das war ihm wohl zu gefährlich. Eben, ja. Bitte sehr, Herr Minister. Merci. Warte mal. Warte, was? Entschuldigung, ich habe gar keine Zeit, ich habe wahnsinnig viel zu tun. Hier sind die Hausschlüssel, gehen nach Hause. Zu Hause steht der Abwasch her. Na, hör mal, das ist ja eine eigenartige Begrüßung. Ich komme nach zwei Wochen von der Reise zurück und du gibst mir nicht einmal einen Kuss. Ach, du weißt doch, ich bin doch so schüchtern, aber... Na ja, gut. Guten Tag. Natürlich. Warum bist du so pressiert? Mein Gott, weil ich wahnsinnig viel zu tun habe. Aber das Wichtigste hast du mir doch noch gar nicht gesagt. Ich habe dir alles gesagt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ja, natürlich, ja, das will ich ja beinahe vergessen. Aber ja, unser Mädchen, unsere Marie, die ist nicht mehr bei uns, sie ist weg. Wieso? Ja, uns fiel doch auf, dass sie immer rundlicher wurde. Und dann sagt sie, sie hätte eine Wanderniere. Nichts von dem, ein Wanderbursche war es, ja. Du weißt mir aus, sieh mich mal an. Ja, ich, großartig, großartig siehst du aus, richtig verjüngt hast du dich, zauberhaft, oh. Du sinnbetörendes Weib. Wiedersehen. Ja. Ich gehe nicht eher, bis ich weiß, ob du endlich avanciert bist. Ach so, entschuldige. Das wolltest du ja wissen, natürlich. Ja, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Bist du Oberregierungsrat geworden, ja oder nein? Ja, ja. Ja? Ja, kann man nicht direkt sagen. Ich weiß genug. Man hat dich also wieder übergangen. Wie ist denn das nur möglich? Ich habe eben niemanden, der mich protegiert. Bei wem? Personalreferenten. Bei Minister Jarrat Breitenbach? Von dem hängt alles ab. Vielleicht könnte ich da etwas für dich tun. Du? Er interessiert sich nämlich sehr für eine Bekannte von mir. Und wenn die es schlau anstellt... Also bitte, bitte macht mir keine krummen Sachen, ja? Pass auf und nimmst du dich zu Herzen. Wenn wir ihm noch ein Weilchen warten. Ja? Also mir fällt direkt ein Stein vom Herzen. Gestern war ich richtig verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie Sahi ist meinem Weibe. Und nun weißt du, es ist alles gut. Bist du nicht böse? Wunderschön. Wiederschauen. Ich habe wahnsinnig zu tun bis heute Abend. Ministerialrat Breitenbach. Stimmt. Ach, meine Regierungsrat. Ach, Sie hier, Gnefrau. Ja, ich. Ich bin ja sprachlos. So denn, nachdem wie je du. Dass ich in meinem Handtäschchen fand, mussten Sie doch eigentlich auf meinen Besuch gefasst sein. Ja, allerdings. Ich muss Sie noch um Entschuldigung bitten, aber auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Köln waren wir ja keinen Moment allein im Coupé. Und da ich Sie unbedingt wiedersehen wollte, haben Sie einfach mein silbernes Notizbüchlein gestohlen und dafür Ihre Visitenkarte in meine Handtasche geschleust. Ein fabelhafter Trick, was? Ja, Training ist alles beim Lebenswandel. Auch der Pfirsich beginnt als bitterer Mandel. Ist von mir. Schön. Wie die Seele sich enthüllt. Löwe, du hast gut gebrüllt. Ist auch schön. Ja, aber das hier ist ein bisschen frech. Sie schreiben einfach Notizbuch gefunden, gegen Belohnung abzuholen beim Ministerialrat Breitenbach. Bismarckstraße 86, Hochparterre links. Sie haben sich doch nicht etwa eingebildet, ich würde Sie in Ihrer Wohnung besuchen. Und ich habe mir gedacht, Sie würden das Mädchen schicken, nicht wahr? Das wäre euch bestechen und so erfahren, was Sie mir verborgen halten, nämlich wer Sie eigentlich sind. Sie sind raffiniert. Gut, dass ich selbst gekommen bin. Ja, aber hier ins Ministerium ist ja nicht mal mein Büro. Nicht? Nee. Oh, dann habe ich mich wohl in der Tür geirrt. Das ist das Zimmer vom Regierungsrat Dittchen und es wäre Ihnen wahrscheinlich sehr unangenehm, wenn er Sie hier mit mir finden täte. Sogar sehr unangenehm. Also, darf ich Sie jetzt bitten, mir mein Eigentum zurückzugeben? Danke. Und wo bleibt meine Belohnung? Ich habe zwar noch nie gehört, dass man einen Taschendieb auch noch belohnt. Ich mache Ihnen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn wir den schönen Nachmittag zum netten kleinen Ausflug benutzen würden? Ich hole Sie mit meinem Auto ab und Sie nennen mir Ihre Adresse und dann
Dann dichten wir eine kleine Ode aufs Beamtenleben. Nein. Nein, Sie Schlaumeier, so geht das nicht. Dann bestimmen Sie doch ein Rendezvous. Ich habe ja Ihre Telefonnummer. Werden Sie denn auch anrufen? Vielleicht. Oh, Herr Minister Jahrer, wünschen Sie was von mir? Nein, nein, lassen Sie sich nicht stören, Herr Regierungsrat. Haben Sie Feuer für mich? Nein, ich rauche nicht im Dienst. Na, dann lasse ich es auch. Was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Sie sind ja so schlecht gelaunt. Das ist ein Wunder, nachdem er mich wieder in so kränkender Weise übergangen hat. Ach so, deswegen. Sie müssen mich nicht falsch verstehen, Herr Minister Jahrer, ich beschwere mich ja gar nicht, dass ich nun jetzt schon seit 18 Jahren auf meine Beförderung warte, nachdem meine Kollegen schon nach 3-4 Jahren, und mein Gott, das bin ich ja gewohnt, schon von der Schule her. Ich habe auch jedes Klassenzimmer doppelt so lang durchmachen müssen wie die anderen. Aber das lag nicht an mir. Als kleiner Junge beim Indianerspielen habe ich mal eins mit dem Tomahawk auf den Kopf gekriegt. Was der Teufel, da muss was zurückgeblieben sein, aber ich habe es dann doch geschafft. Hat mein Abitur gemacht mit 24, ja. Und dann wurde zu Hause überlegt, was aus mir werden sollte. Und der Hausarzt meinte, ich dürfte unter keinen Umständen einen Beruf ergreifen, in dem ich mein Gehirn besonders stark strapazieren würde. Ja, so sind Sie Staatsbeamter geworden. Ja, er meinte, dafür langt's immer. Ja. Ja. Und nun sind Sie verstimmt, dass man sie übergangen hat. Ja, was soll ich denn da sagen, mein Lieber? Sind Sie nicht, möchte Sie auch nicht verletzen, nicht wahr? Herr Jahrer, ich kann einen Puffer tragen. Sehen Sie mal, mein Lieber, Sie sind ein äußerst tüchtiger und zuverlässiger Beamter, aber das genügt nicht. Was Ihnen fehlt, das ist Initiative, nicht wahr? Wer heutzutage Karriere machen will, der muss mit großen Leistungen aufwarten, von dem muss man reden und der muss die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ja, oh, ich könnte ja mal mit dem Elefant über Siebengebirge reiten, ja? So war es nicht gemeint, das finde ich auch gar nicht originell. Nein, aber auch innerhalb unseres Wirkungskreises gibt es doch genügend Gelegenheit, durch energisches Eingreifen sich bemerkbar zu machen, nicht wahr? Und dann, mein lieber Dittchen, dann möchte ich Sie mit Vergnügen den maßgebenden Stellen vorschlagen. Herr Minister Jahrer, ich werde es mir hinter die Ohren schreiben. Sehr schön. Ach so, und noch eins, mein lieber Dittchen. Kein Mann ist ein Versager, bevor seine Frau ihn dafür hält, nicht wahr? Meine Herren, eine dienstliche Mitteilung ist Ihnen. Der neue ernannte Ministerialdirektor, Herr Dr. Grimmeisen aus Kassel, ist bereits in Köln eingetroffen und tritt Montag seinen Posten an. Ich werde natürlich feierlich in sein Amt einführen. Möchten Sie, meine Herren, bitten, sich am Montag so gegen 11 Uhr einzufinden? Was ist denn da los? Was ist denn da draußen für ein Lärm? Was raus, der Chat trappt, ja, der will unbedingt vorgelassen werden. Und jetzt werden wir wollen. Wenn ich bis zum Minister gehen soll. Wer sind Sie eigentlich? Was wollen Sie hier? Erstmal guten Tag, Sir. Mein Name ist Badrian. Ich bin Besitzer einer Villa in Jodisberg am Rhein. Ah, ist ja sehr interessant. Vielleicht erzählen Sie das mal dem Herrn Oberregierungsrat. Vergnügtes Weekend, meine Herren. Gleichfalls, Herr Minister. Also nun, passen Sie mal zu. Hören Sie mal auf. Bis vor einigen Jahren, ich bin eigentlich hierher gekommen, um Ihnen einmal ganz eindeutig vor Augen zu führen, wie wenig Schutz wir Jodisberger bei unserer Ortspolizei finden. Und eine Beschwerde über die Polizei, verzeihen Sie bitte, in diesem Fall müssen Sie sich bitte an den Herrn Regierungsrat wenden. Vergnügtes Weekend, meine Herren. Vergnügtes Weekend. Wenn Sie mich jetzt vielleicht an den Herrn da weiter abziehen wollen, dann haben Sie auch ganz fies den Finger geschnitten, da meinen aber solchen Krach. Nein, 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 es geht ja alles in Ordnung. Vergnügtes Weekend, meine Herren. Vergnügtes Weekend, ja. Weekend? Welcher Gottlose Hörer jede Luft? Aber Herr Badrian. Scheiße, Badrian. Weiß ich, ich wollte Sie nur damit beruhigen. Ja. Wollen Sie mich jetzt anhören oder nicht? Aber bitte nehmen Sie Platz und erzählen Sie mir alles, was auf dem Herzen liegt. Ja, gut. Also noch ein bisschen, passen Sie mal auf. Bis vor ein paar Jahren, da gab es kein stilleres, ruhigeres und idyllischeres Örtchen, Plätzchen am Janzumrhein, als das liebliche Jodisberg. Darum habe ich mir da ja auch eine Villa hingebaut am Rhein, nicht? Aber seit einiger Zeit ist da draußen rein der Teufel drin. Wochentags geht es ja noch, aber am Samstag. Am Samstag, da jede Lust, da kommen sie an zu Tausend mit der Bahn, mit dem Zug, mit dem Auto, mit der Kutsche, mit Pferd, mit Fahrrad, mit dann denn die überschwemmen. Also das ganze Rheinufer ist ein einziger Rummelplatz. Wissen Sie auch warum? Ja, sagen Sie es. Weil da so ein Klugscheißer auf die Idee gekommen ist, ein großes Wochenendhotel hinzubauen. Direkt neben meiner Villa. Mit
Badestrand, Strandcafé, Tanzdilo mit all dem modernen Klimbim und Jedö. Oh, das mag ja für Sie sehr unangenehm sein. Was haben wir damit zu tun? Was Sie damit zu tun haben? Hör mal, Sie müssen den Kerl die Bude schließen. Dem Mann muss die Konzession entzogen werden. So, aber warum denn? Warum? Es ist nicht zu fassen. Wie es in dem Hotel dazugeht, dann ist doch unter uns die Sache nichts weiter als so eine Art Puff. Was? Absteigequartier. Wie heißt das Hotel? Zum Paradies. Da geht es auch sehr paradiesisch zu. Rudelweise kommen sie alle Wochenendkavaliere mit ihren Sonntagsbräuten, schreiben sich seelenruhig ein in Fremdenburg als Mann und Frau und damit hetzt sich dann um keine Harnkräte nach. Und was sagt die Ortspolizei dazu? Oh, hören Sie auf mit der Ortspolizei. Ich steck doch mit dem Kerl, mit dem Hotelier unter einer Decke. Das sind ja nette Zustände. Das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen. Da müsste mal einer von oben kommen und dem skandalösen Treiben ein Ende setzen. Aber die Herren vom grünen Dingsbums, vom grünen Tisch, die haben ja Schiss, die trauen sie alle. Die haben ja keinen Mumm, keine Initiative. Sagen Sie das nicht, Herr Badrian. Sagen Sie das nicht. Es gibt noch Leute mit Initiative. Da müsste man ja direkt mal eingreifen. Also wenn Sie das täten, wenn Sie das täten, jeder moralisch denkende Mensch würde Ihnen dankbar sein. Jans Jonesberg würde aufatmen, würde theoretischerweise vor Ihnen auf den Knien, auf den Füßen liegen. Wir würden Ihnen einen Dackelzug, einen Fackelzug bringen. Wir würden Ihnen einen Denkmal setzen. Wir würden... Mein Entschluss steht fest. Mit Flammenschwert, wie der Erdöl Gabriel, werde ich die Sünde austreiben. Aus dem Paradies. Das ist für dieses Wochenende mein Godesberger Programm. Mein Hut und mein Schirm. Rufen Sie meine Frau an, sagen Sie, ich gehe mit Abend nicht nach Hause. Ich hätte eine dringende Dienstreise gemacht. Jawohl, Herr Regierungsrat. Danke. Also, Herr Regierungsrat, Sie wollen also wirklich in der Buch was? Verlassen Sie es doch, ich komme. Gehen Sie getrost nach Hause. Sagen Sie den Godesbergern, Sie mögen ausharren. Der Erzengel Gabriel kommt! Nummer 26, das Stichlingszimmer. Wenn Sie mir bitte folgen. Danke, ich weiß doch Bescheid. War doch erst vor 14 Tagen hier. Ach, Linda, waren die Herrschaften also zufrieden? Außerordentlich, nicht wahr, Schnuckiputzi? Ja, im Stichlingszimmer alles so schön. Ist heute bei Ihnen wieder was Besonderes los? Aber selbstverständlich, da hätten wir erstens die Prämierung des schönsten Badekostüms. Oh, fein. Ja. Ja, und dann habe ich zweitens einen Floß im Rhein verankern lassen, wenn die Herrschaften mal schauen wollen. Da wird im Badekostüm getanzt. Wenn es dann ein bisschen zu warm wird, kann man sich mit einem kleinen Hechtsprung im Rhein abreagieren. Na gut, die Sprung ist halb gewonnen, Sie verstehen den Rubel. Ja, ja, bei mir hat alles seine Richtigkeit. Also komm rauf ins Stichlingskabinett. Einen Moment bitte, ich muss Sie leider ersuchen, sich auf dem Meldezettel einzutragen, gell? Bei mir hat ja alles seine Richtigkeit. Natürlich, Ordnung muss ja sein. Das Stiftchen bitte. Ja, danke. Ja. Na, entzückende Schritt. Herr Emil Schmidt und Gattin. Danke, Herr Schmidt. Komm, Emil. Ach, er gibt zur Diener Herr Schulze. Wie, Herr Jus, auch mal wieder. Ja, ich hab Sie gleich wieder erkannt, Herr Schulze. Ah, habe ich neulich Schulze geheißen? Na, dann ändern Sie das. Bei Ihnen hat ja alles seine Richtigkeit. Komm, Professor. Du Dummerchen. Na, du kannst die Leute hier mit Namen anreden. Du weißt doch, die heißen in Wirklichkeit alle anders.
Ach du, entschuldige, aber ich habe heute meinen vergnügten Tag, du. Das ganze Hotel ist ausverkauft. Ja. Unser Paradies ist eine Sardinenbüchse. Alles weg? Alles weg. Ja, bis auf das feuchte Forellenstübchen. Okay. Du, ich sage dir, Schwager, wir müssen noch anbauen. Dein Wort in Gottes Ohr, eine kleine Dependance könnten wir brauchen. Nein, ihr habt schon, Kinderchen. Sind die Jungs von der Jazzband denn schon da? Ja, du, die sind ganz große Klasse. Habe ich nicht umsonst meine Lehrjahre im Chinoo absolviert, gell? Ja, und die Lampions für die italienische Nacht hängen, ja? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Na. So, unsere Nachbarn, die werden ihre Freude haben. Ja, vor allen Dingen der liebe Herr Badrian von nebenan, gell? Ja, hoffentlich hätte er uns nicht mal die Polizei auf den Hals. Oh, ich glaube, da wird er kein Glück haben. Die Kerls von der Polizei und ihre Bräute haben alles frei. Oh, Gottes Reim. Die Dusche der Gefälligkeit, die muss bei uns ja immer trocknen, immer trocknen. Ja, du, aber hoffentlich spuckt uns da nicht mal ganz oben einer in die Suppe. Wieso? Ja, hast du nicht gelesen, was da gestern im Landtag los war? Na, die Haubenschild, die hat doch wieder große Töne gespuckt. Die ganzen Zeitungen sind voll von dem Mist. Hier, im Stadtanzeiger, da ist sogar ein großes Bild von ihr mit der Schlagzeile: Das schamlose Treiben in den Wochenendunterricht. Ja, 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 also diese alte Zicke kenne ich doch. Ich lese den Unsinn später. Der Autobus von Rolands Eck muss jeden Moment da. Da muss ich raus. Hier ist schön kühl. Ja, ergebenster Diener, die Herrschaft. Oh, Freund von Jiu-Jitsu wieder mal bei uns. Ja, ich habe Sie gleich wieder erkannt. Haben Sie wieder ein schönes Zimmer bekommen? Nein. Das letzte Mal sind Sie doch im Schleierschwanzsalon herumgeschwommen. Wager, ja. Ich glaube, der Autobus hat gebimmelt. Aber was gehoben. Na ja. Wollen die Herrschaften sich gleich eintragen? Ja, bitte. Nein, 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 danke. Wir brauchen kein Zimmer. Wir sind nur Badegäste. Oh, na dann vielleicht ein andermal, gell? So? Sie waren also schon mal hier im Paradies? Ja, Sie doch auch. Ja, 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 das ist auch was ganz anderes. Ja, wir waren mit dem ganzen Sportverein hier und haben Jiu-Jitsu gemacht. Ach, da gibt's doch diese schönen Fallenübungen. Als ihr die geübt habt, hat sicherlich im ganzen Hotel gebucht. Das war ein toller Ausflug. Hier sind ja alle so tolerant und hier geniert sich keiner. Nicht mal, wenn man es mit dem Schleierschwanz zu tun hat. Eifersüchtig? Nein, aber wenn ich in den Rhein springe, kocht das Wasser. Oh. Ja, sonst ist ja wirklich ganz nett hier. Ach ja, wenn bloß die Mücken nicht wären, auf mich scheint es ganz besonders abgesehen zu haben. Schon wieder Lobbyist gestochen? Lassen Sie doch mal sehen. Da. Was machen Sie denn? Jetzt muss man aussaugen. Au, die beißen, ja. Frau Dietrich, Sie sind aber auch zum Anbeißen. Haben Sie nicht sonst noch irgendwas? Nun, seien Sie mal schön artig, ja. Wenn es denn sein muss. Und geben Sie mir eine Zigarette. Ja, natürlich. Und die letzte. Was macht ihr? Ich nehme sie euch. Danke. Ja. Na, ich werde mal nicht so sein. Da, ich gebe Ihnen was ab. Wäre aber lieb von Ihnen. So müssten wir das eigentlich immer machen. Was? Ja, wir müssen alles miteinander teilen. Zigarette, ein Zimmer, ein Bett. Oh. Soll das etwa ein verblümter Heiratsantrag sein? Sie wissen doch, dass ich als Assessor an sowas noch nicht denken kann. Dann müssen Sie auch nicht an sowas denken. Jedenfalls nicht bei mir. Himmel, Herrgott, Donner! Au! Ist denn verrückt geworden? Entschuldigung, du saß eine Mücke. Na, 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 na. Wenn Sie frech werden, wird nichts aus dem Motorrad putzen heute Abend? Das macht auch gar nichts. Stellen Sie sich einfach vor, ich bin das Motorrad, ja? Hä? Na ja, jetzt putzen Sie mich. Ja, wie denn? Ja, passen Sie auf, ich zeig's Ihnen. Zuerst putze ich Ihre Lippen. Und verstehen Sie? Ich putze, 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 ich putze, putze, putze. Was war denn das? Da saß eine Mücke. Nein, nein, nein. Entweder Sie nehmen mich nicht ernst oder es spukt Ihnen doch immer dieser komische Fisch in den Adern rum. Meinen Sie etwa den Schleierschwanz? Gehen Sie mir weg mit dem Schleierschwanz. Ich habe eine solche Wut auf den Kerl. Ach, aber der Schleierschwanzsalon ist doch ein Einzelzimmer. Ein Ja. Na Gott sei Dank, aber ich warne Sie. Ja. Wenn das nicht stimmt, gehe ich ins Wasser. Das ist eine gute Idee. Gehen wir baden. Das kühlt ja. Sie ab. Aber holen Sie mir vorher noch eine Zigarette. Ja? Ich weiß, ich rauche zu viel. Na, für mich ist das eine Beruhigung. Ja, warum denn? Na, weiß ich, dass Sie wenigstens einen Laster haben. Was? Ja.
Mein hochzuverehrtes, gnädiges Fräulein, dürfte ich wohl mir erlauben, neben Ihnen Platz zu nehmen? Ja, bitte. Danke. Ja. Ja. Hm. Oh. Oh, oh, warum denn, wenn man so entzückende Beinchen hat? Na, dann Sie. Meine Kleine, warum denn so spröde? Sei ein bisschen nett zu mir. Ja, was? Sag mal, was will denn der Kerl von Ihnen? Ach, der sucht anscheinend ein kleines Abenteuer und hat die Adresse gehört. Doch unglaublich. Sag mal, wer sind Sie überhaupt? Ich bin Lehmann. Ah. Mein Herr, ich würde Ihnen doch raten, etwas vorsichtiger zu sein. Ach, lassen Sie den doch. Unverschämtheit. Du allein, gnädiges Fräulein, wenn ich mir erlauben dürfte. Ach, verstrengen Sie mich nicht das an, Onkelchen. Ich bin schon vergeben. Habe ich denn sogar keine Aussichten bei Ihnen? Bei mir nicht. Aber draußen haben Sie die schönste Aussicht auf Siebengebirge. Die zauberhafte Aussicht auf Ihr reizendes Zweiergebirge ist mir dort. Aber lassen Sie mich in Ruhe, Sie fummelnder Vorgewirtsstudent. Was ist denn hier los? Auch der Herr hier sucht Anschluss. Bei meiner Braut? Sag mal, Mann, wer sind Sie überhaupt? Ich bin Lehmann. Lehmann! Komm, Bogart! Adieu! Lehmann! Wieder nichts. So ein Pech heute. Oh. Oh. Nun, gnädige Frau, hab ich Ihnen so viel erzählt? Ist das nicht reizend hier? Ja, gnädige Frau, Bad Godesberg ist jetzt direkt Mode geworden. Ah, Kunststück bei der Reklame. In allen Blättern solche Annoncen. Weekend im Paradies. Die rheinische Riviera, der Lido von Bad Godesberg. Ja, da wollen wir uns auch gleich in die Fluten stürzen, nicht wahr, gnädige Frau? Ja, und ich werde dafür sorgen, dass wir noch eine gemütliche Badekabine bekommen. Zwei. Ja, natürlich, wenn möglich, zwei. Sie entschuldigen mich wohl einen Augenblick. Aber gerne, Oberchen. Nein, nicht doch Oberchen. Ich bitte Sie, wie das klingt. Nennen Sie mich doch einfach bei meinem Vornamen. Wie heißen Sie eigentlich? Emmerich. Wie Sie das sagen. Ach, gnädige Frau, Sie sind überhaupt... Ja, ja, schieb ab, Emmerich. Aha. Gnädige Frau. Aus der weißen Maus. Was Sie sind das? Na, das nenne ich aber ein Glück. Nein, Sie haben sich aber gestern Nacht ganz schön benommen. Der Auftritt war mir selbst höchst peinlich, aber der Herr an Ihrem Tisch wurde gleich so massiv. Da habe ich mich hinreißen lassen. Aber daran ist die Schuld. Ich? Ja, Sie haben mir gleich ausgezeichnet gefallen. Und jetzt, wo ich Sie so unverhofft wiedersehe, Sie sind mein Fall. Sie? Ich bin verheiratet. Sie? Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Hey, was fällt Ihnen ein? Was unterstehen Sie sich für... Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Lehmann. So. Wenn Sie nicht auf der Stelle Ihrer Wege gehen... Reden Sie nur nicht auf! So ein Pech. Sie sehen, gnädige Frau, man kann eine so charmante Dame nicht einen Augenblick alleine lassen. Ah, das müssen Sie mal meinem Mann erzählen. Bitte Sie, ich werde mich hüten. Apropos, was sagen Sie dazu? Nicht eine einzige Badekabine war mehr frei, alles besetzt. Ach, das ist ja zu dumm. Ja. Was machen wir denn da? Ja, ich habe natürlich einen glänzenden Ausweg gefunden. Ja? Ich habe den Portier bestochen. Ach. Und er hat uns das letzte Zimmer, das noch frei war, gegeben. Hier, bitte, Nummer 9. Den Hechtraum. Hechtraum. Ach, dann gelten wir hier als Mann und Frau. Oh, ich habe natürlich einen anderen Namen angegeben. Ah, Sie sind ein tüchtiger Beamter. Na schön, dann werde ich mich da drinnen umziehen. Ja, und ich werde mir gestatten, Ihnen dabei behilflich zu sein. Ein kleiner Hecht, das wollen wir lieber lassen. Ja, ich bitte Sie, gnädige Frau, ich mache so etwas ausgezeichnet. Herr Morrich, nun werden Sie mal nicht drollig. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Nein, jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Wie wir uns heute Vormittag im Büro Ihres Mannes wiedergesehen haben, da waren Sie so nett zu mir, so entgegenkommend. Und jetzt? Sehen Sie mal, das ist genauso, wie wenn man einem Hund einen leckeren Knochen vor die Schnauze hält und wenn er danach schnappen will, dann zieht man ihn wieder weg. Weinen Sie doch nicht gleich, Emmerich. Muss ich denn wirklich draußen bleiben? Sie müssen.
Ach, Sie machen mich ganz verrückt. Ja, wie schön. Aber jetzt gehen Sie draußen spazieren, zählen Sie ganz langsam bis 1000, das wirkt beruhigend. Und dann holen Sie mich hier wieder ab. Ja, also schön, bis 1000. Adieu, Emmerich. Du mein Nervensägefisch. Ja. 5, 6, 7, 11, 18. Den Kopf halt kühl, den Motor warm. So werden Arzt und Händler arm. Schumm, schumm, schumm. Ach, das ist mir ja so unangenehm, aber ich kann mir die Ursache von der Panne gar nicht erklären. Bin ich denn zu schnell gefahren? Nein, zu tief geflogen. Das klingt gut, Frau, ja. Da rühren ja auch 140 Pferdestärken, nicht wahr? Schwimmen. Ja, und plötzlich wollen die 140 Pferde nicht mehr. Seltsam. Seltsam, ja. Und ausgerechnet vor diesem Hotel werden sie störrisch. Und ausgerechnet ist mir auch so peinlich. Aber es gibt doch hier eine Reparaturwerkstatt, die den Schaden schnell beheben kann. Am Wochenende? Dann fahre ich mit der Bahn nach Köln zurück. Müssen Sie unbedingt heute Abend schon wieder zu Hause sein? Unbedingt. Wer erwartet Sie denn? Sag sie nicht. Ach, sie können doch nicht unentwegt die geheimnisvolle Unbekannte nehmen, während ich mit ihnen flirte. Urlaubsflirts sind wie Alpenblumen zum Anschauen, aber nicht zum Pflücken. Oh, das ist ja ein Satz aus Ihrem neuen Roman. Den wollten wir doch gemeinsam lesen. Ja, die Ausfahrt hat mich inspiriert. Ja, das habe ich gemerkt. Anstatt mich heiß und wild zu lieben, haben Sie bloß unentwegt geschrieben. Das ist von mir. Schön. Was haben Sie ihm geschrieben? Wie finden Sie das? Er warf den Wagen in die Kurve und gab Gas, dass das Differential sein sinnliches Stöhnen in die klaffende Nachtluft trieb. Da! Die Vorlegewelle rührte wie eine brünstige Katze, sodass die Schwimmernadel des Kardangelenks im Auspufftopf brodelte. Ach, das ist göttlich, meine Liebe. Das könnte von mir sein. Und ihr irrsinnig mondän geschnittener Hanomag. Moment, mit dem wir in einer Woge dionysischer Auspuffgase die Serpentinen des Siebengebirgs emporschmockten. Hat eine Panne, Pfui. Ja, ich bin untröstlich, aber was soll ich denn machen? Drehen Sie doch den Zündkerzen mal gut zu. Außerdem stehen draußen eine Menge Chauffeure rum. Die können sich ja mal mit ihrem Triebwerk befassen. Ach ja, bitte. Urlaubsplatz sind wie Alpenblumen, nicht zum Pflücken. Ach so, ja. Übrigens, neulich habe ich in Alpen 100 Mark Geldstrafe zahlen müssen. Warum? Ich habe einen Edelweiß gepflückt. Schrumm. Stürmische Schmetterling. Er erblasste, als wäre er eben gestorben. So schockte ihn die sinnenbrünstige Szene. Aufstöhnend entkleidete er sie und fragte... Gnädige Frau, darf ich mir erlauben, Ihnen Gesellschaft zu leisten? Danke, nein. Sehr liebenswürdig, ich mache also von Ihrer freundlichen Einladung Gebrauch. Sie scheinen schwerhörig zu sein. Wie bitte? Lassen Sie mich gefälligst in Frieden. Ich bin eine verheiratete Frau. Das sagen alle, darauf falle ich nicht mehr rein. Seien Sie doch nicht so spröde, schöne Frau. Werden Sie nicht unverschämt sein? Was geht denn hier vor? Gut, das ist gut. Der Herr wird Ihnen klar machen, wie man sich einer Dame gegenüber benimmt. Was? Sie haben sich ja dreist. Man wird sich ja wohl erlauben. Nee, das dürfen Sie eben nicht, aber eben nicht. Halt, bleiben Sie mal hier. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Lehmann. Ihre Wohnung? Finden Sie im Kölner Adressbuch. Das ist die Situation. Sie springen durch Ihre Autopanne. Ist denn der Schaden jetzt wenigstens behoben? Nee, leider nicht. Wird noch ein paar Stunden dauern. Inzwischen ist es dann Abend geworden, denn es gibt keinen Zug mehr. Ein Mietauto ist hier draußen natürlich auch nicht zu bekommen. Das haben Sie ja sehr schlau eingefädelt. Aber meine Gnädigste, Sie glauben doch nicht etwa im Ernst, dass ich Sie hier absichtlich hergelotst und diesen Maschinendefekt bloß fingiert habe. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Oh Gott, das trauen Sie mir zu. Dieser Verdacht ist ja geradezu kränkend. Ach, mein Herr, da sind Sie ja. Oh weh. Also die Sache hat sich aufgeklärt, das Zimmer, was Sie von Köln aus telefonisch bestellt haben. Ich? Ja, Sie haben mich doch eben draußen danach gefragt. Also das Zimmer ist für die Herrschaft reserviert. Hier, wenn ich bitten darf, Nummer 10, der Tümmler-Salon. Ja, schon gut, ja. Ja, die Freundlichkeit hätten den Meldezettel auszufüllen. Ja, legen Sie doch hin, Herrgott, noch mal. Bitte sehr, ich schau mal nach, ob gut gelüftet ist. Ja, was sagen Sie dazu? Dieses Riesenrind, die blamiert der Kerl mich bis auf die Knochen. Werden Sie jetzt weiter die gekränkte Unschuld spielen? Nee, du hast ja keinen Zweck mehr. Sie haben also angenommen, dass ich... Na ja, sehen Sie mal, heute früh haben Sie angerufen, haben eine Einladung angenommen. Da war ich in einer so glücklichen Stimmung. Da haben Sie gleich ein Zimmer bestellt. Sind Sie noch böse? Nein, aber Sie können es ruhig wieder abbestellen. Das geht doch nicht. Was soll denn der Portier von uns denken? Verzeihung, kann ich jetzt die Meldezettel kriegen? Moment. Wen nehmen wir da? Ach, gut.
da. Dank ergebenst, Herr Dietzchen. Was? Wie hat der Mann Sie eben genannt? Der? Dietzchen. Ich habe mich unter dem Namen Dietzchen eingetragen, ja. Wie kommen Sie denn gerade auf den Namen? Es fiel mir auch kein anderer ein. Ja, das klingt blödsinnig, was Sie Dietzchen, ja, aber bei uns im Präsidium heißt es tatsächlich eher so. Ja, jetzt sind Sie Frau Dietzchen, vergessen Sie das nicht. Der Name ist mir sehr geläufig. Ja, wieso? Den Herrn kenne ich zufällig. Ach, den Regierungsrat. Sehr gut sogar, er ist ein Verwandter von mir. Das ist ja nicht, oh verdammt. Übrigens, das interessiert mich. Ist er nun endlich Oberregierungsrat geworden? Nee, das ließ ich bedauerlicherweise nicht einrichten. Ach, das tut mir aber leid. Ja. Könnten Sie denn gar nichts für ihn tun? Ach, warum eigentlich nicht? Ich meine, eine Leuchte ist es keine, aber Ihnen zuliebe. Wirklich? Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, das heißt, Sie müssten mir natürlich auch einen kleinen Gefallen tun, nicht wahr? Na, was denn? Sie müssten den heutigen Abend mit mir teilen, nicht wahr? Wir speisen auf der Terrasse und trinken ein Fläschchen Sekt und lesen in Ihrem neuen Roman, nicht? Abgemacht. Aber dann bringen Sie mich nach Künstler. Ja, mein Wort drauf. Dann möchte ich mich jetzt ein bisschen frisch machen. Aber gern, der Tümmler-Salon steht zu Ihrer Verfügung. Habe ich noch nicht ganz umsonst genommen, nicht wahr? Meinetwegen. Tümmler-Salon, da kommen wir ja auf seltsame Gedanken. Au, oh, ja, da gibt's noch ganz andere Räume. Zitteraal-Appartement, Seestörstübchen und sowas alles. Ich habe das Gefühl, ich bin im Aquarium. Ja, ich fühle auch schon, wie mir die Kiemen wachsen. Und wir waren, das Auto war doch nie kaputt. Kommen Sie rein, Herr Wachmeister. Kommen Sie rein, Herr Wachmeister, hier sind wir ganz schön gestört. Hören Sie mal genau zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Schlafen Sie nicht schon wieder. Auf der Strecke von Köln bis hierher haben Sie nur geschlafen und gesägt wie eine Kreissäge, ja? Und passen Sie mal genau auf, damit Sie wissen, wofür Sie da sind. Hierhin. Hier in diesem Hotel geschehen Zustände, die die behördlichen Begriffen von Sitte und Moral glatt ins Gesicht schlagen. Verstanden? Jawohl, Ihnen hat jemand ins Gesicht geschlagen. Na ja, das stimmt natürlich auch. Das hat aber damit nichts zu tun. Hier, diese Bude muss geschlossen werden. Dazu brauchen wir Beweismaterial und darum habe ich mir vom Präsidium einen Kriminalwachmeister ausgebockt und Sie müssen die nötige Feststellung machen. Ist das klar? Na also, wir vom Präsidium haben keine Befugnisse dazu. Und schläft der Kerl schon wieder. Einen aufgeweckten Beamten haben die mir da mitgegeben. Sie! Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie mal als Junge von afrikanischen Tsetse-Fliegen gebissen worden, ne? Nein, nein, nur ich habe dreimal die Woche Nachtdienst und da schlafe ich am nächsten Tag dann immer aus. Heute ist eigentlich mein Schlaftag. Und da habe ich aber Glück gehabt. Und meine Frau sieht mich auch tagelang nicht. Wieso? Weil wenn ich Nachtdienst habe, dann schlafe ich tagsüber und habe ich tagsüber Dienst und schlafe ich nachts. Dann haben Sie eine glückliche Ehe, was, ja? Also hören Sie mal zu, jetzt lassen Sie auf. Sie sollen ja aufpassen, ne? Da, da, so. Also, wir müssen sehr vorsichtig sein. Kein Mensch darf erfahren, warum wir hier sind, ne? Mir fährt keiner ein Wort. Das glaube ich. Das heißt, sprechen Sie im Schlaf? Nein, seien Sie unbesorgt. Hab ich ja Glück gehabt, nur verschwinden Sie raus. Ich ruf Sie schon, los. Ne? Sagen Sie mal, geht für ihn immer alles so langsam? Nein, ich werde schnell müde. Nein, und so eine Schlafwitze kommen Sie zum Wachmeister gemacht. Da wir wurde nicht schlafen. Hallo, Dickerchen. Sie hier und in dem Aufzug. Na, ist das nicht fesch? Je, ich mache schnell den Laden wieder dicht. Also, dass ich Sie hier treffe, ich bin sprachlos. Wenn ich Ihnen erst sage, mit wem ich hier bin, dann bleibt Ihnen die Spucke weg. Wem denn? Mit dem Ober. Was? Dem Ede, dem Gierstorf? Ja,
Woher kennen Sie den denn? Ach, den kenne ich schon von früher. Ich habe ihn heute Vormittag in Ihrem Büro getroffen. Und wissen Sie, für wen er mich hält? Für Ihre Frau. Was? Sie haben den Irrtum wohl doch klargestellt. Nee, ich habe ihn ruhig dabei gelassen. Gott, ist so etwas. Er ist gleich mächtig auf mich geflogen und hat mich eingeladen, mit ihm hierher zu fahren. Obwohl er wusste, dass... Glaubt sie, Sie sind meine Frau, hat, also das ist ja wohl, und Sie sind direkt mit ihm gezogen. Ja, warum denn nicht? Mein Gott, einen schönen Begriff muss der von meiner Frau kriegen. Das kommt in den feinsten Familien vor. Auch die anständigste Frau hopst mal daneben. Nein, bei mir nicht. In meiner Ehe wird nicht gehopst. Meinem liebsten Hähnchen wird es im Traum nicht einfallen, hinter meinem Rücken mit einem fremden Mann hopsen zu gehen. Aber dieser Gierstorf, dieser Heizenfeiz, dieser Hipplepip, der will mir Hörner aufsetzen. Oh, der Bursche soll mich kennenlernen. Oh ja, wissen Sie was? Bleiben Sie doch mal vorläufig, meine Frau. Ah, ich verstehe. Gut, gut. Den Burschen werde ich mir vorknöpfen. Blut und Wasser soll er schwitzen. Da kommt er schon. Verschwinden wir schnell. Sie mich brauchen, geben Sie mir ein Signal. Was denn für ein Signal? Oh, pfeifen Sie einfach. Ah ja, ich kann ja nicht pfeifen. 996, 997, 998. Vor 1000. Herr Oberregierungsrat, Sie hier? Ja, Sie auch hier, Herr Kollege. Jawohl, natürlich. Ich habe so viel von diesem Hotel gehört. Ich wollte mir diesen Rummel mal anschauen. Ich wollte mir auch mal ein vergnügtes Big End machen. Ja. Ist aber schön, dass wir uns getroffen haben, ne? Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich weiß nicht, Sie sagen das so komisch. Ich vermisse hier so den herzlichen Unterton. Ich glaube, Herr Oberregierungsrat, es ist Ihnen doch nicht recht, dass wir uns getroffen haben. Ich bitte Sie, werter Herr Kollege, wieso denn nicht? Ja, ich könnte ja verstehen, Sie sind ja schließlich nie alleine gekommen. Und dann wieder sind Sie ja nicht verheiratet, können ja machen, was Sie wollen, aber da ist er drin. Nein, werter Herr Kollege, Sie befinden sich absolut im Irrtum. Ein Freund von mir. Nein, ist gar nicht wahr. Ich habe vorhin mal durchs Schlüsselloch geguckt. Habe ich gesehen, wie sie sich den Badeanzug angezogen hat. Was Sie haben? Ja, man kann ja heute was kaum noch unterscheiden, ob man ein Männchen oder ein Weibchen vor sich hat. Aber es gibt auch heute noch gewisse Unterschiede. Und was ich da gesehen habe, mein Lieber, ich habe hier leider Sie nur vom Rücken gesehen. Gott sei Dank. Ich möchte aber gerne die Vorderseite kennen. Nein, bitte. Was? Wollen Sie mir Ihre Freundin vorenthalten? Ja, lieber Herr Kollege, es muss... Einen Moment mal. Ich kenne Sie vielleicht. Nein! Ja, dann ist ja gut. Dann wollen wir mal sehen. Können Sie so pfeifen? Ja, natürlich. Ach, du willst es doch mal für mich, ja? Na, wieso denn das? Ich höre das so gern von Ihnen. Ja, gern, wenn Sie Spaß daran haben. Ja, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ei. Na dann, Sie hier in dem Aufzug mit diesem Herrn. Ja, bitte lassen Sie Schweigen Sie! Oh, Madame, Sie sehen mich vor Erregung zittern. Warum antworten Sie mir nicht? Das ist Sie, mein Dickerchen. Das ist doch... Himmlerin. Das ist doch ein alter Bekannter von mir. Was? Der Emmerich. Das ist der Emmerich. Was? Sie sind der Emmerich? Bitte, ich gebe Ihnen die Verschwörung. Gibt es keine Mühe, ich bin im Bilde. Sie, Herr, Sie sind ja ein... Aber bitte keine Injurien. Wieso, Sie wissen doch gar nicht, was sagen wir, ne? Ein feiner Herr, ein reizender Kollege, mit einem Wort ein hässliches Bübchen sind Sie. Bitte, wir wollen dieser peinlichen Szene ein Ende setzen. Herr Regierungsrat, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Was? Sie wollen sich mit mir schießen? Das könnte Ihnen so passen. Bei der Zielscheibe hier. Die ist ja nicht zu verfehlen. Aber ich habe einen viel schöneren Knalleffekt. Ich werde die Dame schießen lassen. Dickerchen, du willst mich von mir stoßen. Du willst mich verlassen. Jawohl. Ich trete Sie ihn ab, bitteschön. Da haben Sie sie. Jetzt zeigen Sie mal, dass Sie ein Kavalier sind. Ja, bevor ich Ihnen hier auf eine Antwort geben kann, muss ich erst mal ernsthaft mit mir zu Rate gehen.
genügt schon die Rücksicht auf meinen Onkel, den Minister. Nein, mach ich. Ja, gnädige Frau, es tut mir wahnsinnig leid, dass unser kleiner harmloser Weekendausflug einen so tragischen Ausgang genommen hat. Herr Regierungsrat, ich empfehle mich. Tschüss, Emmerich. Meine Rechnung, wenn sofort, Herr von Humboldt-Deutschland. Wie heißt der Humboldt-Deutschland? Die Gasmotoren. Schön aus, ja, ganz schön angeschaut. Wir haben ja richtig tutti frutti gemacht, was? Was meinen Sie, wie der sie jetzt bei seinem Onkel rausstreichen wird? Auf eine Protektion von dieser giftigen Präsidiumkröte bin ich gar nicht scharf. Nein. Aber ich danke Ihnen, dass Sie so hübsch mitgespielt haben. Ach, ich muss mich doch revanchieren. Sie haben sich doch heute Nacht für mich geschlagen. Ja, ich weiß, wie dieser Kakadu sie belästigen wollte. Ah, der soll mir noch mal unter die Augen kommen. Unter tausend würde ich dieses Drecksgesicht wiedererkennen. Oh, ich sehe diese Verbrechervisage direkt vor mir. Ja. Das! Der Kakadu! Ja, so ein Fest. Bitte, Mann! Ich habe heute gehört, dass Sie mir gestern Abend eine Ohrfeige appliziert haben. Ja, ich habe mich leider so weit vergessen. Das Ding ist nicht vergessen, kann Ihnen die Ohrfeige zurückzugeben. Ich bin nicht doch, Dickerchen! Ich muss doch sehr darum bitten. Er bittet darum. Warum? Du seid doch vernünftig. Ich muss doch sehr darum bitten. Er bittet schon wieder. Herr Meul, Madame, Sie haben recht. Den Skandal kann ich mir nicht leisten, zumal ich noch in amtlicher Eigenschaft hier bin. Bitte verlassen Sie sofort das Hotel, ja? Sie sind ja auch verheiratet, ja? Ach, ich verstehe, dicke Luft, dann will ich mich lieber schnell umziehen. Bitte. Nicht wohl, Dickerchen. Unsere Ehe war zwar sehr kurz, aber vergnügt. Ja. Mein Gott, wer klopft denn da? Ich bin, sind Sie da, die schöne Frau? Stimme kommt mir doch nicht. Oh. Seien Sie lieb, machen Sie rasch, ich vergehe ja schon vor Sehen zu. Ja, das ist doch nicht gar. Also gleich, ja? Ei, au. Herr Minister Jarrat, ja. Das ist immer eine Überraschung, Sie sind wohl mit Ihrer Gattin hier. Aber um Gott bewahre, meine Frau kriegen Sie in so ein Lokal nicht mit 10 Pferde rein. Nein, das kommt nur in Ihren Romanen drin vorher. Ach so. Aber wie ich hörte, Sie sind mit einer hübschen Frau hier? Ich bin, ach so, ja, Moment. Lassen Sie sich ruhig Zeit, meine Liebe. Ja, ich habe einen netten Kollegen getroffen. Sie verstehen, die Dame möchte nicht gerne gesehen werden. Nein, ich will doch nicht neugierig sein. Auf Wiedersehen. Nein, bleiben Sie doch, mein lieber Dickchen, bleiben Sie doch. Ich habe Ihnen ohnehin eine Mitteilung zu machen, die Sie hoch erfreuen wird. Ich habe gerade eben mit jemandem gesprochen, der sich sehr lebhaft für Ihre Beförderung eingesetzt hat. Ach nein. Ja, und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich Ihre Leistung bisher eigentlich gar nicht so richtig gewürdigt habe, mein lieber Dittchen. Aber Herr Minister Jarrat, Sie sind zu gütig. Ja, der hat auch was auszugleichen. Ja. Also, mein lieber Freund, vergessen Sie alles, was ich Ihnen heute Vormittag gesagt habe. Im Gegenteil, da habe ich mir ganz besonders gemerkt. Und Sie sollen mal sehen, was für eine Initiative ich ergreifen werde. Ach, Sie entschuldigt, wenn ich störe, ist einer der Herren vielleicht Herr Dittchen? Ja, schon, aber... Ja, das bin ich. Sie hat beim Oberkellner einen Tisch auf der Terrasse bestellt. Ja, das stimmt schon. Das, Ah ja, ich habe Ihnen eine entzückende kleine Nische reserviert für Sie und die Gattin. Sie werden ja völlig ungestört. Ja, ist schon gut, schon gut. Ja. Was will der von mir? Ja, das hat schon seine Richtigkeit. Den Tisch habe ich nämlich bestellt. Er hat aber ausdrücklich Herr Dittchen gesagt. Ja, ja, das ist so. Ich meine, wie wir beide miteinander stehen, kann ich doch ganz offen mit Ihnen reden. Nicht wahr? Bitte. Sehen Sie mal, ich meine, wenn man so eine Exkursion unternimmt, nicht wahr, dann empfiehlt sich doch eine gewisse Vorsicht. Nicht wahr? Ich meine, dann nennt man doch nicht einen eigenen Namen. Ach so, ja, und da haben Sie sich meinen ausgepumpt. Ja, ja, es kommt doch nicht an, dass Sie hier auch aufkreuzen würden. Aber sind Sie deshalb nicht böse? Ah, nein, im Gegenteil. Das ist nett. Ja. Ja. Ich will hier jetzt gehen, Sie wollten doch zu Ihrer Dame. Ja, richtig, ja. Auf Wiedersehen, Herr Dittchen. Grüßen Sie mir bitte Frau Dittchen. Raus, jetzt ist er weg. Mit wem haben Sie sich denn hier so lange unterhalten? Das war ein ganz merkwürdiges Zusammentreffen. Sie sagten doch, Sie wären mit dem Dittchen verwandt. Na und? Der ist hier. Dittchen. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Gott! Nee, Dittchen. Ich muss so schnell wie möglich fort. Er darf mich unter keinen Umständen gesehen. Hätte ich mich doch bloß nicht zu dieser Autoschule überreden
reden lassen. Na, beruhigen Sie sich doch. Sie sagen das so, wenn mein Mann erfährt. Ach, Sie sind verheiratet? Das wäre entsetzlich. Nein, wir sagen es dem Tütchen, der Mann ist ja diskret. Am besten, wir erzählen ihm die ganze Geschichte, nicht wahr? Sind Sie wahnsinnig? Nee, wieso? Er ist ja doch mein Mann. Na ja, was? Begreifen Sie das endlich? Oh, da müssen wir mal weg. Nein, ich habe ihn so wirklich in die Arme. Den kann ich nicht nur unkenntlich machen. Nee. Nehmen Sie meinen Mantel hier. Ja, das geht. Und Ihre Mütze. Und die dunkle Brille. Oh, die ist im Auto. So holen Sie die doch. Ich hole sie ja schon. Gehen Sie inzwischen wieder rein, ja? Ich sitze auf brodelndem Vulkan. Das Leben schlägt hier den Roman. Herr Minister Jahrrad, Sie auch hier? Ja, ja, halten Sie mich nicht auf. Ich bin in Eile. Nur einen Augenblick. Stellen Sie sich vor, was mir passiert. Nee, na, was denn? Ich bin nicht mit einer Dame hier. Ja, ich auch. Ja, aber meine ist verheiratet. Ja, meine auch. Ja, nur stellen Sie sich mein Pech vor, plötzlich taucht Ihr Mann hier auf. Ja, die gleiche Geschichte wie bei mir. Ja, ja, aber mich hat er mit seiner Frau erwischt. Ja, wenn Sie mich noch länger aufhalten, geht's mir genauso. Mal ab! Nein, bitte, bitte. Herr Minister, ja, alles gut, ich bin angefallen. Nur eine letzte, bitte noch, nehmen Sie mich bitte mit. Ja, beeilen Sie sich. Ja, ich hole nur meine Sachen. Das? Ja. Was ist denn? Das sehen Sie mal, wer da kommt. Ja, das ist doch ein Kind. Aber wen hat er bei sich? Ist das nicht allgerechter? Aber jetzt! Aufmachen! Aufmachen! Meine Güte, bitte kommen Sie rein. Mein lieber Herr Regierungsrat, dass Sie meiner Anregung folgen, selbst hierher gekommen sind, um sich persönlich von der hier herrschenden Sittenlosigkeit zu überzeugen. Es geschah auf Veranlassung eines hiesigen Villenbesitzers, eines Herrn Badrian. Ach, dieser Herr hat sich mit seiner Beschwerde auch an mich gewandt. So. Deswegen bin ich heute hier. Ja. Naja, Sie werden schon Ihr blaues Wunder erleben. Ja, ich bin auf das Allerschlimmste gefasst, was ich da draußen schon gesehen habe. Da tanzen Sie ja halt nackt. Nur in Badekostüm. Ach bitte, Sie bedenken Sie mal diese Gefahr, diese Folge für die jungen Mädchen. Diese jungen, leichtsinnigen Geschöpfe genießen hier ein Wochenende. Und am Ende kommen sie in die Woche. Skandalös. Aber man braucht sich ja bloß das Hotel hier anzuschauen, was hier los ist. Lauter Liebespärchen. Und alle geben sich verheiratet aus. Ich habe vorhin mal in die Gästeliste reingeschaut. Ich habe gesagt, ich suche jemanden Bekannten, was ich da für einen Namen gesehen habe. Ein Herr Hanomag und Frau. Ein Herr Sülze und Frau. Ein Humboldt Deutsch ist auch da. Ja, das ist doch nicht möglich. Und Sie werden lachen, den kennen Sie sogar. So? Ja. Wer ist das? Ich verrate Ihnen alles zu meinem Bericht. Oh, der wird wie eine Bombe einschlagen. Ja, meine Herren Vorgesetzten. Das hätten Sie dem kleinen Dickchen nicht zugetraut, ja. Aber man sieht, ich muss leider wieder gehen. Ich muss weitere Berichte sammeln. Herr Regierungsrat, ich tue das gleich. Ausgezeichnet. Ich würde Ihnen raten, sind Sie sehr vorsichtig bei dem Hotelbesitzer. Das ist ein ganz raffinierter Bursche. Wenn der den Braten riecht. Oh, da haben Sie vollkommen recht. Ich werde mir also hier ein Zimmer nehmen, damit der keine Verdacht schöpft. Ausgezeichnet. Aber was mache ich? Als einzelner Mann falle ich da auf. Großartig, ich würde so tun, als ob ich Anschluss suche. Er kommt, passen Sie auf, machen Sie mit. Wiedersehen! Wiedersehen! Fräulein! Hallo, nanu, gnädiges Fräulein, so allein? Draußen ist ein toller Betrieb. Und Männer, sage ich noch, Männer. Wollen Sie sich nicht einen anlachen, was? Die flottesten Hirsche des Rheinlandes rühren eigens für Sie den Flug. Ja, 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 ich finde Sie außerordentlich liebenswürdig, aber meinen Sie nicht, dass das mir etwas für junge Mädchen ist? Ach, Ivo, bei mir haben auch die reiferen Jahrgänge noch ihren Liebhaber gefunden. Wenn Sie ein bisschen ranhalten, haben Sie bis heute Abend Bräutigam. Ach, Sie meinen es ja sehr gut mit mir. Ja, ich darf Ihnen allerdings einen guten Rat geben. Ich glaube, Sie warten doch lieber, bis es dunkel wird. Und weshalb? Sie haben dann mehr Chancen, gell? Schläge! Danke, Bruder! Ach, na nun, der liebe Herr Seinhardt, auch mal wieder im Land. Na, aber ihr ist ja heute wieder Hochbetrieb. Das kann man wohl sagen, das Paradies ist ja überfüllt. Ja, aber mein Zimmer ist doch reserviert. Aber natürlich, bei mir hat doch alles seine Richtigkeit. Nummer 27, wie immer, das Goldfischkabinett. Danke. Nanü, was haben wir denn heute? Ganz solo, ganz allein? Nee, nee, meine Frau kommt gleich nach. Sagen Sie ihr doch dann bitte Bescheid, ja? Natürlich, wird ach, bitte, mein Herr, könnte ich nicht auch noch ein Zimmer haben? Oh, ich fürchte nicht, Fräulein. Jetzt sind wir ausverkauft. Ach, Moment mal, ich könnte Ihnen vielleicht noch Nummer 8 geben. Das Forellenstübchen. Ist allerdings ein bisschen feucht und dunkel da drin. Och, das macht gar nichts. Was ich sehen möchte,
Schnitte. Ja, das weiß ich. Für die Forelle werde ich dann sorgen, gell? Entschuldigen Sie, sind Sie der Wirt? Ja, was steht zu Diensten? Ist mein Mann schon da? Wie war der Wirt im Namen? Meinhard. Ach, Sie waren vielleicht Deinhard. Ja, richtig, Deinhard. Ach ja, natürlich, der Gatte erwartet Sie doch bereits. Im Goldfischkabinett, gleich links und dann rechts den Gang entlang. Danke. Ist aber sehr merkwürdig, nicht wahr? Die junge Frau nicht mal den Namen ihres Gatten weiß? Oh, finden Sie noch. Die Herrschaften sind jung verheiratet, nicht? Also eben mal mein und dein verwechseln, kann ja vorkommen. Oh nein, bei mir hat alles seine Richtigkeit. Ja, ja, davon bin ich fest überzeugt. Könnt ihr jetzt doch mein Zimmer? Aber natürlich, bitte, auch das ist in Ordnung. Wollen Sie mir folgen? Bitte. Danke. Ach, Gott sei Dank, Schwager, da bist du. Ja, ich suche dich schon überall. Du, hör mal, da ist was in Gange. Hier tut sich was. Ja, was meinst du denn? Pass mal auf, eben bei einer von der Gendarmerie hier. Weiß ja, unser alter Freund Schickedatz, der sitzt ja dicht an der Quelle. Der hat mir ganz im Vertrauen erzählt. Das Polizeipräsidium hat angerufen. Sie haben einen Kriminalbeamten zu uns geschickt auf Veranlassung des Präsidiums und ein Regierungsrat soll auch unterwegs sein. Na nu, da muss jetzt doch glatt einer denunziert haben. Nein, das verdanken wir alles nur dieser dämlichen Meckerziege, dieser Haubenschild mit ihrem dummen Gequatsche gestern im Landtag. Meinst du wirklich? Dann hast du ihre Rede nicht gelesen? Ich hab dir doch die Zeitung für ihn gegeben. Ach, hab ich doch überhaupt noch keine Zeit dazu gehabt. Moment mal. Haubenschild. Ach, was ist das? Ist ja auch da. Was, die Augen? Ja, da drin im Forellenstübchen oh, nochmal ab. Na, nur guck mal einer an, die alte Nebelkrähe. Die kommt hierher, um zu spionieren. Was machen wir jetzt? Ach, na, du gehst am besten erstmal auf deinen Posten, da kannst du keinen Unfug anrichten, nicht? Überlass die alte mal mir, die werde ich unschädlich machen. Oh, ergeben Sie den Diener? Ja, ja. Sind Sie wohl doch der Wirt, ja. Ja, leider. Ja, und sagen Sie mir, nächster Zug nach Köln. Ich bitte Sie, der Herr wollen doch wohl noch nicht abreisen. Der Rummel geht doch erst am Abend richtig los. Ich habe genug, mein Bedarf ist gedeckt. Ja, haben Sie noch kein kleines Schwimmerchen gemacht? Schwimmerchen. Eine kalte Dusche nach der anderen habe ich gekriegt. Überhaupt bei Ihnen ist ja gar nichts los. Da liest man die Rieseninserate, reist an, wünscht was zu erleben. Bitte Sie, bei mir verkehren die tollsten Weiber. Ach, hören Sie doch auf, Sie sind wieder verlobt oder verheiratet. Ach ja. Ach, einen Augenblick. Ich glaube, da hätte ich was für Sie. Eine alleinstehende Dame. Jawohl. Jung. Ja, also ganz taufrisch ist sie nicht mehr. Das macht nichts. Ich mache wirklich das mit jungen Gemüse. Ich stehe mehr auf der reifen Frau. Ja, reif ist sie, überreif. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Sagen Sie, ist sie entgegenkommend. Das glaube ich allerdings weniger. Das freut mich. Ich mache mir nichts aus Frauen, die einem sofort um den Hals fliegen. Das tut sie ganz bestimmt nicht. Widerstand muss sie leisten. Oh, ich glaube, darauf müssen sie gefasst sein. Sie müssen sogar darauf gefasst sein, dass sie sich wehrt. Herrlich, das erregt mich. Na, vielleicht kratzt und beißt sie. Bravo, das ist ein Zeichen von Temperament. Und vielleicht haut sie sie. Famos, ich haue zurück. Wo ist sie? Wo ist dieses Götterweib? Moment. Da drinnen. Ich komme mir vor wie ein Dompteur. Der todesmutige, blutrünstige Bestie gegenübertritt. Ich merkte schon, Torero, Sie wissen, worauf es ankommt. Na denn, Olli. Na, unser Bäcker! Das hat geklappt. Na, nun sollen Sie mal kommen. Ja, aber nun können wir kurz stehen. Hier kommen wir nie weg. Es ist doch was Weites. Mein Gott, nun kommen Sie doch mal endlich zu sich. Hoffentlich hat gerne gemerkt, warum Sie hier sind. Ausgeschlossen, ich habe ja die ganze Zeit geschlafen. Das ist es ja, wenn Sie immer schlafen, dann weiß man doch direkt, dass Sie von der Polizei sind. Also passen Sie auf. Hier fangen wir an, ist das klar, damit Sie Bescheid wissen. Nicht drin, setz dich doch mal dahin, bitte. Da in die Ecke, da bleiben Sie da sitzen, bis ich Sie rufe. Bitte, so.
Regierungsrat? Sie? Ja, Mann, hier sitzt das ganze Präsidium ja hier. Der Feier deiner Polterabend. Mit meinem Mann und deiner Frau ist die Brühe gesehen. Dann ist es ein richtiges Ehepaar. Ja, was ist denn hier los? Der macht doch mal was da und rein. Also bitte, du Moment, immer mit der Ruhe. Kleinen Moment, es wird ja gleich gemacht. So, mein Gott, Frau Abgeordnete, Sie? Sagen Sie mal, Sie schämen sich wohl überhaupt nicht. In Ihrem Alter doch Sonnenzicken zu machen. Sie, Sie Unverschämte, pflegen Sie sich, schweigen Sie. Herr Regierungsrat, bitte. Schützen Sie mich, bitte schützen Sie. Was ist denn geschehen? Da drinnen ist ein fremder Mann, der hat mich überfallen. Nein, hören Sie den Das habt ihr wohl nicht gemacht. Du, hä? Ja, sag mal, jetzt platzt aber der Kragen. Schämen Sie sich denn ja nicht, diese Dame zu attackieren, hä? Um sie mal her, die Lustknabe, Sie! Einen Moment mal! Ich dulde es nicht, dass Sie mein Haus, meine lieben Gäste beleidigen. So. Was wollen Sie denn eigentlich hier? Das werden Sie gesehen. Ich werde sämtliche Pärchen polizeilich feststellen. Dazu haben Sie überhaupt kein Recht. Ich nicht, aber ihr! Das Auge des Gesetzes! Schläft der Kerl schon wieder! Stehen Sie mal auf! Hier ist der Moment, wo Sie eingreifen müssen! Jawohl, Kloster wäre früh! Der wäre hier! Kriminalpolizei, wer wohnt dort? Herr von Nummer 19, Gemahlin! Aufmachen, Kriminalpolizei! Können wir mal was sehen? So bitte, was? Hey! Herr von Kloster! Also unter falschen Namen gemeldet. Naja, jetzt werden wir uns mal die werte Frau Gemahlin ansehen. Nein, kommen Sie mal rein, Walter. Herr Regierungsrat, das können Sie doch nicht zulassen. Ohne nicht. Sie können doch unmöglich Ihre eigene Frau kompromittieren. Ich sag gar nicht meine Frau. Was? Hier bin ich. Das ist ja meine Frau. Beide sprechen uns noch zu Hause. Lassen Sie doch die Lafarien weiter kontrollieren, drüben. Sie haben vollkommen recht. Wer wohnt dort drüben? Herr Tradition. Aber Herr Regierungsrat. Aber nein, der hat sich ja nur meinen Namen ausgeworfen. Und das starke Stück, den Kerl werden wir uns mal anschauen. Machen Sie auf, Kriminalpolizei. Jetzt werden Sie was erleben, da sollen Sie nicht wundern. Der Ministerial, der auch. Habe ich Ihnen zu viel gesagt? Was für vornehme Leute bei mir verkehrt. Sie sind also nicht Herr Dittchen. Nein, ich heiße Breitenbach. Und die Dame? Das ist Frau Dittchen. Aber auf die bin ich jetzt wirklich gespannt. Schneller. Wenn sie auch so schnell arbeiten würden wie ich, dann könnten wir die Hälfte der Beamten einsparen. Sie, da unterschätzen Sie aber unsere Arbeit. Das nicht. Sie überschätzen Ihren Fleiß. Welch ein Stück. Sie, wenn Sie mich noch lange reizen, dann schreibe ich meine Memoarien. Dann sollen Sie aber mal sehen, wie hier im Präsidium in der Papierkörbe der Blätter anzurascheln anfangen. Sie Präsidiumsjack. Nun, Herr Wuttke, so feierlich heute. Ja, wo doch heute der neue Ministerialdirektor Dr. Griffeisen feierlich in sein Amt eingeführt wird, wo der Minister eigenhändig aus Berlin rüberkommt. Hey, und der Frau Schmidt auch in Sonntagsstaat. Ja, ich wollte nur mal sehen, ob ich hier noch mehr putzen muss. Wieso? Wenn denen genauso der Cargo zur Hose rieselt wie den anderen Herren.
ist heute nicht gut Kirschen essen, Herr Assessor. Aber mit diesem Herrn Dr. Grimm essen offenbar auch nicht. Wie kommt er denn da? Die Herren sind heute alle so nervös und aufgeregt. Na, das hat einen anderen Grund. Ja? Aber Herr Rutke, wenn Sie vielleicht draußen aufpassen würden, ja? Ich kann Sie jetzt hier nicht brauchen. Nein, verstehe. Frau Dietrich, kommen Sie doch wieder einen Moment. Bitte, Herr Assessor. Da bist du ja endlich. Warum hast du dich denn gestern den ganzen Sonntag nicht um mich gekümmert? Du hast überhaupt gescheckt. Ich habe hier solche Sehnsucht gehabt. Bitte, 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 wir sind hier im Amt, ja? Haben Sie dir was im Kaffee getan? Ich habe Ihnen eine dienstliche Mitteilung zu machen. Was soll denn das heißen? Sie werden am 1. Oktober diese Stelle hier verlassen. Ja, aber warum denn? Was habe ich denn verbrochen? Begründung. Sie sind am Samstagabend um 23.35 Uhr dem Assessor Winkler unter dem Vorwand, sein Motorrad zu putzen, körperlich zu nahe getreten. Die Folge davon war eine gegenseitige intensive Knutscherei, die sich im dunklen Hausflur bis 0.12 Uhr fortsetzte. Hast du etwa die ganze Zeit dabei auf die Uhr geguckt? Anschließend haben sie den armen Kerl vor die Türen auf sein Motorrad gesetzt, mit dem er dann stundenlang bis zum frühen Morgen, wie Don Quixote auf seiner Rosinante durch Köln geirrt ist. Ach, ich habe auch kein Auge zugetan. Tja, da das mit unseren Augen unmöglich so weitergehen kann, Frau Dietrich, bitte ich Sie heute um 12.46 Uhr am Hauptbahnhof zu sein, um mit mir das Sumbelrad zu fahren, wo uns mein alter Herr erwartet. Hm? Bist du verrückt geworden? Wieso denn? Meine Eltern wollen ihre zukünftige Schwiegertochter mal kennenlernen, von der ich gestern in Sumbelrad schon so geschwärmt habe, dass der ganze Ort neugierig ist. Ha? Was hältst du davon? Ja, das muss ich mir erst mal überlegen, nicht? Was? Moment, also, du bist nett, gut. Du hast ein Motorrad, auch gut. Du bist Beamter mit Pension, sehr gut. Und wenn ich am Samstag nachdenke, warst du eigentlich auch ganz Du bist also ein zuverlässiger Mann. Gut, aber wie komme ich denn hier weg? Ach, Dittchen wird dir schon weglassen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja noch so viel für ihn zu tippen. Ja? Na, der hat doch so einen dicken Bericht verfasst über die Zustände in Godesberg. Seit 9 Uhr schreibe ich schon daran. Er will es nachher dem neuen Ministerialdirektor vorlegen. Also los, beeil dich. Meinen alten Herrn darf man nämlich nicht warten lassen, sonst wird der Fuchs Teufel. Warum, um Gottes Willen? Aber 12.46 Uhr am Hauptbahnhof. Ja, aber vorher noch ein Kuss, ja? Bitte, Frau Regierungsrat, nehmen Sie hier Platz. Danke. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Frau Dietrich, ich hole mir das dann später bei Ihnen ab. Jawohl, Herr Assessor. Empfehle mich, gnädige Frau. Nun. Es tut mir leid, der Ministerialrat ist noch beim Herrn Präsidenten, wenn Sie vielleicht hier warten wollen. Ja, danke. Guten Tag. Guten Tag. Möchtest du Herrn von Hirzog? Ja, wen darf ich melden? Sagen Sie nur Frau von Humboldt-Deutz, dann weiß ich schon Bescheid. Von Humboldt-Deutz, was hört ihr hier für Weiber rumwimmeln? Ja, ich habe Sie sind auch da. Das war eine tolle Pleite vorgestern, was? Wir beide sind ganz schön reingefallen. Erlauben Sie, ich... Na, tun Sie nicht so. Ihr Mann hat Sie doch auch erwischt. Bitte sehr, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, ich mir diesmal auch nicht. Ärgert mich ja am meisten. Aber daran ist bloß Ihr Herr Gemahl schuld. Spielt sich da auf als Tugendwächter. Steckt seine Nase in Sachen, die ihn gar nichts angehen. Dazu bringt er sich auch noch ausgerechnet meinem Mann mit und der Dussel, der sonst nie etwas gemerkt hat. Er will sich jetzt von mir scheiden lassen. Was hat denn Ihr Mann gesagt? Ich habe noch kein Wort mit ihm reden können. Er hat sich in sein Zimmer eingeschlossen und Tag und Nacht geschrieben. Geschrieben? Schrecklich. Und wir haben so glücklich miteinander gelebt. Ach, und wir. Ich habe meinen Mann fast nie zu Gesicht bekommen. Es war eine ideale Ehe. Und jetzt so ein Knatsch. Und das alles bloß wegen Herrn von Giersdorf. Na, ich halte mich jetzt an den. Sie glauben, er wird Sie heiraten? Heiraten? Nee, einmal und nie wieder. Schöne Wohnung soll er mir einrichten mit dem Staubsauger. Und ein Schlafzimmer ganz in Reseda, so wie Sie eins haben. Woher kennen Sie denn mein Schlafzimmer? Ah, ich habe doch Ihren Mann mal nach Hause begleitet. Wann denn? Als Sie verreist waren. Was? Ja, Sie brauchen keine Angst zu haben. Es hat mich kein Mensch gesehen. Es war ja 4 Uhr morgens. Ich bin ja sprachlos. Der Herr Oberregierungsrat lässt bitte. Ja, also dann auch wieder Sie kennen. Erst müssen Sie mir noch sagen. Ach, ist doch nichts passiert. Ja, Selin, das ein andermal. Dann. Der Fettus zwischen uns ist zerschnitten.
Du hattest nötig, in diesem Ton mit mir zu reden. Was? Nach all dem, was ich über dich gehört habe. Über mich? Ja, über dich. Oder willst du etwa leugnen, dass du in meiner Abwesenheit eine Frauensperson mit in unsere Wohnung genommen hast? Nach dem Motto, wem Gott will rechte Gunst erweisen, dem schickt er seine Frau auf Reisen? Das meinst du, das war doch ganz anders. Sie hat mich doch mitgenommen. Du gibst es also zu. Ja, selbstverständlich. Ich weiß noch nicht einmal, wie ich dazu gekommen bin. Aber was ich in der Nacht so angestellt haben sollte, es geschah nur aus Liebe zu dir. Ja, weil ich wütend über mir war. Ich habe mich voll gesoffen, weil ich mich geschämt habe vor dir, weil ich schon wieder nicht befördert worden bin. Ach, nur merkwürdig, dass du tags zuvor das Dienstmädchen weggeschickt hast. Du hast gesagt, das war wegen dem Wanderbursche, mein Kind. Ne? Daran glaube ich jetzt auch nicht mehr. Der Wanderbursche warst du. Oh, Helgi, wo ich so schlecht zu Fuß bin. Nicht mehr als du mir. Erlaub mal, wenn ich dich mit dem Herrn Ministerialrat im Hotel überrasche. Naja, ich habe eine kleine Autotour mit ihm gemacht. Ja. Aber nur, weil ich dir damit nutzen wollte. Das Einzige, was zwischen ihm und mir passiert ist, ist ein Roman. Ein Roman? Wenn es wenigstens eine Kurzgeschichte gewesen wäre, hätte ich doch drüber lachen können. Aber Anton. Nein. Anton? Nein. Ich habe doch alles nur dir zuliebe getan. Was? Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass du nur mit ihm ins Hotel gegangen bist, um mir eine Freude zu machen. Mein Gott, da muss ich dir ja direkt dankbar sein. Schätzchen, wunderbar. Ich danke dir. Geh schön nach Hause. Dann wird es dir ja direkt über diesen Moment kommen. In einer Tür und komm nicht zu spät zu Tisch. Nein, ich habe wahnsinnig viel Arbeit, aber ich weiß ja, wie gemütlich es bei dir zu Hause ist. Im Schlafzimmer, ganz in Reseda. Wieso? Hallo! Ja, guten Tag, Herr Regierungsrat. Ich habe Sie schon in Ihrem Büro gesucht. Ich bin nur gekommen, sich dem Ergebnis meiner Erhebungen zu erkundigen. Nee, darüber bin ich schon genauestens informiert. Nein, aber ich kann Sie jetzt restlos verstehen. Aber Sie können zufrieden sein, mit Ihren Nachbarn werden wir kurzen Prozess machen. Das werden Sie jetzt hübsch bleiben lassen. Wieso? Na, hören Sie, Martin, wo Sie doch da draußen Ihre Vorgesetzten getroffen haben, die werden sich doch nicht bloßstellen wollen. Was? Die werden sich doch nicht selber theoretischerweise in den Nesseln setzen. Ja, Sie glauben doch nicht erstmal, dass ich mich deshalb abhalten lasse. Mein Gott, da kennen Sie mich aber schlecht. Nein, Sie werden sich's überlegen. Es muss doch sehr peinlich sein, wenn man bei so einer Gelegenheit seine eigene Frau erwischt. Das ist eine Unverschämtheit. Ich verbiete Ihnen, sich in meine privaten Gelegenheiten zu mischen. Die Sache ist erledigt. Adieu! Was? Sie weiß mir die Tür? Ja, was fällt denn Ihnen ein? Ich werde mich über Sie beschweren. Überhaupt lehne ich Sie als befangen ab. Aus! Aber nicht so plötzlich. Warten Sie! Aber bitte ganz schnell! Ach, mein lieber Fitschi, da sind Sie ja. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Herr Ministerialrat, ich stehe zur Verfügung. Ja, zunächst einmal bin ich Ihnen eine Erklärung schuldig. Bitte. Danke. Mein lieber Tittchen, ich brauche Ihnen ja wohl nicht zu versichern, dass zwischen mir und Ihrer Frau Gemahlin aber auch nicht das Geringste... Ja, ich weiß. Das lag aber auch wohl mehr an meiner Frau. Ich war ja wie vom Donner gerührt, als ich erfuhr, dass meine Begleiterin Ihre Gattin ist. Ja, so eine attraktive Frau hätten Sie mir nicht zugetraut, ne? Das wollte ich damit nicht sagen, aber sie hat sie auch so peinlich vermieden. Ich meine, ihr Inkognito zu lüpfen, nicht wahr? Ich weiß jetzt ja erst, weshalb sie meine Einladung angenommen hat, nicht wahr? Ich meine, sie hat sich gedacht, durch persönliche Fühlungnahme mich dienstlich dahingehend beeinflussen zu können, ihre Karriere ein bisschen zu fördern. Na, hören Sie mal, das wird doch Klüngelei. Männer eben. Solche Protektion haben sie doch gar nicht nötig, nicht wahr? Ein Mann von Ihren Qualitäten. Mein lieber Sitchen, Sie haben ja da eine Initiative ergriffen, die ich Ihnen nie zugetraut hätte. Zu gütig. Ja. Jedenfalls habe ich mich davon überzeugen können, was für ein fähiger Beamter Sie sind. Und habe dieser halber heute Morgen schon oben mit dem Herrn Präsidenten gesprochen. Und ich freue mich, Ihnen als Erster zur Beförderung gratulieren zu können, Herr Oberregierungsrat. Aber da ist noch was. Bitte? Ich habe gehört, Sie haben über die Vorgänge in Bad Godesberg einen Bericht verfasst. Einen ausführlichen! Komme ich darin auch vor. Selbstverständlich! Können die Stühlen ja streichen. Ja. Auf Wiedersehen, mein lieber Oberregierungsrat. Ober? Habe ich richtig? Ja, Sie haben richtig gehört. Ach, wie gratuliere, über die Oberregierungsrat. Jetzt weiß ich nämlich, wie hier geklüngelt wird.
Die sollen an mir ihr blaues Wunder erleben. Oh, jetzt bin ich fertig. Das Übericht. Ja, und ich hätte noch eine große Bitte, ob ich wohl jetzt gehen könnte. Ich muss dringend zum Bahnhof, eine wichtige Familienangelegenheit. Aber natürlich. Danke. Hier muss nur noch was geändert werden. Moment mal bitte, hier. Diese vier Seiten fliegen raus. Aber dann stimmt doch alles gar nicht mehr. Dann müssen wir den neu machen. Kommen Sie her, ich zeig's Ihnen, ja? Dann kann ich mich bestimmt nicht mehr umziehen. Ach, das sind nur ja schon wieder. Was haben Sie überhaupt beherrscht? Sie sind schon wieder so aufgeregt. Gut, ist das ein Wunder, wenn man hier wie Schlauchtieb behandelt wird? Aber das kann ich Ihnen flüstern. Dem Herrn werde ich einbrechen. Ich sage mir halt übrigens, wenn man sich hier über einen Beamten beschweren will, an wen wendet man sich da? Ja, das kommt drauf an. Ach, ja. Da drauf. Ja, was ist denn für ein Beamter? Ein Regierungsrat. Ein Regierungsrat? Ja. So müsste sich an seinen Vorgesetzten wenden. Ja, wer ist das? Der Herr Oberregierungsrat. Na gut, dann melden Sie sich doch bei dem. Können Sie haben. Gut, doch, mal so was lang, wenn Sie auf freier Strecke ein. Herr Oberregierungsrat, ja, ich sage, möchte Sie ansprechen. Hallo! Da kommt gleich. Hey, ich bin der Herr, der ich sprechen will. Sagen Sie mal, was belästigen Sie mich denn in einem Fort? Ich verbitte mir diesen Ton. Sie existieren überhaupt gar nicht mehr für mich. Ich will zum Oberregierungsrat. Wer bin ich? Sie? Jawohl, seit 5 Minuten. Und nun lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Ich werde mein Recht verbieten, auch können Sie sich verlassen. Dann wende ich mich eben an eine höhere Instanz. Gehen Sie doch. Sie können mich was? Sie können mich noch kennenlernen. Schön mich raus. Aber das bleiben Sie doch nicht. Warten Sie doch nicht. Ach, der Emmerich. Mein lieber Kollege, Sie fühlen mir doch das unwiderstehliche Bedürfnis, sich mit mir auszusprechen. Ja, allerdings, Kann ich aber auch verstehen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Bitte, bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Mein Lieber, Sie sehen so zerknittert aus. Ich habe das Gefühl, Sie sind in Godesberg nicht so richtig zum Schuss gekommen, was? Herr von Humboldt-Deutz. Ja, natürlich. Machen Sie sich auch noch lustig über mich. Ich bin sowieso verärgert genug. Wieso? Ja, werter Herr Kollege, ich hörte da so etwas von einem Bericht. Tja, ein ausführlicher. Der ist fix und fertig. Oh, der hat's in sich. So, so, ja, ja. Und die Affäre, in die ich verwickelt bin, haben Sie die etwa auch erwähnt? Selbstverständlich, doch mein Hauptschlager. Das werde ich mir doch nicht nehmen lassen. Es ist mir aber sehr unangenehm, wissen Sie. Sie haben doch hoffentlich nicht meinen Namen genannt. Um Gottes Willen, wo denken Sie hin? Ich habe nur geschrieben, Herr Oberrat von G., Herr Oberregierungsrat von G., wohnhaft Rodenkirchen bei Köln, Uferstraße 31, 3. Stock, Zimmertüre links, stark klopfen, Schell ist kaputt. Keine Ursache! Hören Sie mal, mein lieber, werter Kollege, das geht nicht. Das muss unbedingt geändert werden. Die ganze Chose, soweit sie mich betrifft, muss unbedingt aus dem Bericht verschwinden. So? Im Interesse an meiner Karriere ist das unbedingt notwendig. Aber ich glaube, dass es besser im Interesse meiner Karriere ist, wenn sie drin bleibt, ne? Ach so, ja, natürlich. Ich verstehe, ja, ja, ja. Was Ihr Avancement betrifft, werter Herr Kollege, würde ich natürlich alles daran setzen, denn Sie wissen ja, mein Onkel, der Minister, ich werde mich sofort bei ihm melden lassen und ich glaube, mich dafür verbürgen zu können, dass Sie heute noch zum Oberregierungsrat ernannt werden. Was? Ober? Bloß Ober? Ja. Oh, kommen Sie mir nicht damit, das wird doch heutzutage jeder. Sie sind's doch auch. Ich bin's schon. Wie bitte? Ja, dafür hat schon der Herr Ministerialrat gesorgt. Ach so, ja, na, dann weiß ich allerdings wirklich nicht. Köpfchen, mein lieber Köpfchen, strengen Sie sich mal an. Ihnen wird schon was einfallen, ne? Ich muss gestehen, werter Herr Kollege, Sie haben sich in einer Weise gemausert. Das sehen Sie, ich bin nämlich jetzt dahinter gekommen. Selbst der anständigste Mensch ist heutzutage ein Schieber sein, wenn er zu etwas bringen will. Je nun, Sie haben ja recht. Ich hätte schon viel früher nach Godesberg fahren sollen. Und wenn ich Glück gehabt hätte und hätte vielleicht den Herrn Reichskanzler erwischt, dann wäre ich heute Minister. Oh, ja, also. Herr Oberregierungsrat, der Herr Dr. Grimmeisen ist soeben angekommen. Wer? Der neue Ministerialdirektor. Oh, oh. Da kommt er schon. Nun sind Sie hier in Köln am Rhein. Und nun fällt mir auch gar nicht ein.
Aber im guten Tag. Guten Tag. Ministerialrat Breitenbach. Angenehm. Grimmeisen. Sagen Sie, kennen wir uns nicht bereits? Ich erinnere mich nicht, nein. Ja, dann habe ich mich getäuscht. Ja. Ja. Möchten Sie nicht ablesen, Herr Ministerialdirektor? Ja, da natürlich. Ja. Oh, haben Sie sich verletzt? Ja, ich habe etwas ins Auge gekriegt. Ein Auto. Au? Ja, ein Autounfall. Das tut mir aber leid. Ja, es sieht scheußlich aus, aber es ist weiter nicht schlimm. Ja. 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 Ja, ja. Tja, tja, tja. Darf ich Ihnen nun die Herren meiner Abteilung vorstellen? Später, später. Ich möchte bitte dem Herrn Minister zunächst meine Aufwartung machen, wenn Sie die Liebenswürdigkeit hätten, mich bei ihm anzumelden. Ja, selbstverständlich. Danke. Das ist unsere Stenotypistin von der Hitze. So, das freut mich. Ja, Sie gestatten, dass ich mich im Moment entferne, Herr Ministerialdirektor. Ja, ja, ja. Mein Fräulein, Sie wissen jetzt, wer ich bin, und ich hoffe, Sie werden mir meine harmlosen Scherze, die ich mir Ihnen gegenüber erlaubt habe, vergessen. Selbstverständlich. Sie sind eine sehr kluge junge Dame. Na, 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 na. Ja, das ist ja wohl das Letzte. Auf hier! Jawohl, Herr Lehmann. Sie haben die Dreistigkeit, die auf was? Dieses Fräulein ist meine Braut, merken Sie sich das. Und wenn Sie sich noch einmal... Was ist denn hier los? Verzeihen Sie bitte, Herr Ministerialrat, dass ich mich hier im Amt so habe hinreißen lassen, aber dieser zudringliche... Herr Professor, was fällt Ihnen denn ein? Bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Ministerialdirektor. Das ist ein peinliches Missverständnis, aber Sie haben auch wirklich eine geradezu vor... blüffende Ähnlichkeit mit einem gewissen Lehmann. Ach so, das erklärt einiges. Damit ist die Sache wohl erledigt, nicht wahr? Wie Sie wünschen, dann bitte ich um Entschuldigung. Und Sie, Freund Dietrich, haben wohl auch noch was zu tun. Du glaubst. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir so hilfreich in die Seite getreten haben. Aber in der Tat, nur zu Ihnen, ich bin tatsächlich dieser bewusste Lehmann. Ich weiß, ich habe Sie gleich erkannt. Ja! Das ist eine angenehme Situation. Ja. Danke vielmals. Danke sehr. Bitte. Dankeschön. Ich möchte ganz offen zu Ihnen sein. Ich wollte auch einmal ein kleines, galantes Abenteuer erleben. Wissen Sie, wenn man als älterer Mann 20 Jahre in Kassel sitzt, wo ein jeder kennt, wo man weiter nicht sieht wie Kassler, da kommt man sich schließlich selber wie eingefüllt vor. Ja, nur noch einmal höre ich Köln. Ich atme auf, sage, in dieser Stadt kennt dich niemand. Da kannst du endlich mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Haben Sie denn noch was erlebt? Ja, mehr als erlebt. Na, ich hoffe, dass ich noch mit einem blauen Auge davongekommen bin. Danke, das kühl. Aber dass ich all diese Leute, mit denen ich dort Krach hatte, hier im Präsidium wieder treffe, das ist ein ausgesprochenes Verhältnis. Ja, das stimmt. Der Herr Minister und der Herr Präsident, lassen die Herren bitte. Ja, 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 dann gehen wir. Ja, gehen wir, ja. Hallo, Herr Lehmann. Kennt mich schon wieder einer. Das ist genau wie in Kassel. Das ist doch der Neuachte, Jahrzehnt später. Was will denn der hier? Oh, Herr Oberregierungsrat. Oh, mein lieber Kollege, ich hörte, der Herr Ministerialdirektor ist in seinem Büro schon. So, ja. Ich komme gerade vom Minister und habe Ihnen eine überraschende Mitteilung zu machen. So. Mein Onkel hat sich auf meine wärmste Fürsprache hin veranlasst gesehen, Ihnen eine Genugtuung dafür zu bieten, dass man Sie ungerechterweise, ja, jahrelang übergangen hat. Er hat Sie zum Ministerialrat ernannt. Mimi. Machen Sie keine Witze. Die offizielle Bestätigung wird Ihnen noch heute zugehen. Mein Gott, entschuldige, da muss ich mich in meine Schlacht setzen. Mein Gott, das geht ja hier im Tempo, da kommt man ja gar nicht mehr mit. Jedenfalls danke ich Ihnen recht herzlich und jetzt als Ihr Vorgesetzter
kann ich es Ihnen ja ruhig sagen. Ich habe Sie nie verknusen können. Ja, oh, hatten Sie eine fiese Charakter. Die waren mal direkt unsympathisch. Aber damit haben Sie doch vieles wieder gut gemacht. Oh, oh, hier ist der Bericht. Ach ja, der Bericht, natürlich. Was? So, hier natürlich, Moment mal ein. Bitte schön, die zwei Seiten fliegen raus, das wird geändert. Bitte, muss ich alles nochmal schreiben? Na, no, wir ändern nur den Schluss, dann klappt das schon. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen, ja. Dann schaffe ich die Suche bestimmt nicht mehr. Junger Mann, bitte schön, entschuldigen Sie. Bitte, was wünschen Sie? Nur eine Frage. Ich möchte mich hier über einen Beamten beschweren. Einen Oberregierungsrat. Ja, bitte, wer soll das sein? Ein Herr Flitschen oder Dietschen oder so. Ja, Sie, ja. Jedenfalls werde ich dem Herrn eindrängen und beibringen, wie man einen anständigen Bürger und rechtschaffenden Steuerhinterzieher zu behandeln. Ja, freue mich sehr, da müssen Sie sich an seinen Vorgesetzten wenden. Wer ist das denn? Das ist der Herr Ministerialrat. Aha, dann lassen Sie mich bei dem melden. Das ist nicht nötig, das übernehme ich für Sie. Oh, er ist ja nebenan. Mein lieber Herr Ministerialrat, Sie werden hier gewünscht. Ja, ich komme. Ich danke sehr. Bitte, keine Ursache. Wer will mich denn sprechen? Sie ist der Ministerialrat? Jawohl, seit 5 Minuten. Denn ich habe Ihnen gesagt, Ihrem Nachbarn wird die Konzession entzogen. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Das wäre ja noch schöner. Das wäre ja der himmelschreine Ungerechtigkeit gelassen, wenn ich gefallen. Sie wollen diesem braven Mann den Laden dicht machen? Diesem Wohltäter der Menschheit, deren armen, geplagten Großstadtmenschen am Wochenende die notwendige Erholung bietet oder anders nicht vom Tattoo? Ja, hört ihr mal, die Leute, das Volk braucht doch Licht, Sonne und Luft. Moment mal, vor 2 Tagen haben Sie aber ganz anders gesprochen. Vor 2 Tagen? Vergeht mich mein dummes Geschwätz von vor 2 Tagen. Inzwischen habe ich mich doch mit dem Mann hier einig. Ja. Jetzt machen wir das Geschäft zusammen, ich werde sein Kompagnon. Aus meiner Villa machen wir eine Dependance. Das ist aber das Schlechte. Das ist eine Unverfrorenheit. Ich verbiete mir das hier. Oh, raus, Alter. Ich bringe ihn ins Gefängnis. Was? Da fliege ich mit. Aber kommst du hier? Oh, hier sind Sie, oh, meine Mädchen. Suche Sie schon überall. Freue mich, Sie zu sehen. Zu meiner Freude habe ich gehört, Sie sind Oberregierungsrat geworden. Ja, das war vor 10 Minuten. Inzwischen bin ich ein bisschen höher gekommen. Na, ich gratuliere. Danke, danke. Sie sehen also, Fleiß und Rechtschaffenheit brechen sich doch immer wieder wahr. Ja, man muss schon ein bisschen nachhelfen, ja. Aber womit kann ich Ihnen, meine Liebe? Ach ja, richtig. Sie haben doch die Absicht geäußert, unsere Erlebnisse in diesem sauberen Hotel niederzulegen. Natürlich, natürlich, ausführlich. Auch soweit Sie mich betreffen? In allen Einzelheiten, mit allem. Ah ja, sehen Sie, da sind mir doch gewisse Bedenken gekommen. Aber wieso denn, meine Gnädigste? Sie wissen doch, wie unschuldig ich in diese fürchterliche Situation hineinkomme. Ah ja, natürlich, ja, ja. Aber dennoch, wenn man wie ich im parlamentarischen Leben steht. Ah, Sie sagen, Sie sind sozusagen eine öffentliche Person, ja. Für meine politischen Gegner wäre das ein gefundenes Fressen. Die Witzblätter würden sich darauf stürzen. Kein schöner, cleverer Dach. Und darum ist es das Beste, Sie lassen mich vollständig unerwähnt. Ja, aber wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann? So. Ach, guten Tag, gnädige Frau. Jetzt habe ich euch zum zweiten Mal geschrieben, du wirst ja hoffentlich richtig sein. Natürlich, ja. Ach so, ja. Verzeih mir, Lisa, da kommt mir eine großartige Idee. Wie wäre es, wenn wir uns den ganzen Bericht schenken würden, ja? Und wenn er mein Gesuch verpasst? Oh. Mir ist sicher das Allervernünftigste sein. Es ist nur sehr schade, dass Ihre Herren Kollegen, diese Weekend-Kavaliere, sich jetzt ins Häuschen lachen werden. Nun ja, ich werde an Maß geben, der Stelle meine Meinung über diese Herren nicht verhehlen. Und der neue Ministerialdirektor wird Ihnen den Standpunkt schon klar machen. Ich hoffe überhaupt an diesem Herrn eine starke Stütze für meine Bestrebungen. Kennen Sie ihn? Nicht persönlich, aber er ist ein Parteifreund von mir. Und wie man mir aus Kassel berichtet hat, ein Mann von strengsten moralischen Grundsätzen. Bravo, bravo, bravo.
Lümmel, dieser Pflege, der mich da in so schamloser Weise attackiert hat. Ah, dieser Widerlicher, dieser Kerl, dieser Lehmann. Er wird seiner Bestrafung nicht entgehen. Was? Ich habe schon die Polizei beauftragt, ihn ausfindig zu machen. Fantastisch, da sollten Sie sich beeilen. Solange er noch das blaue Auge hat, da kann man ihn besser finden. Ja. Ach bitte, ist der Herr Dr. Grimmeisen noch beim Herrn Minister? Oh, der Herr Minister, ja, Direktor ist bereits in seinem Büro. Ist in seinem Büro? Da muss ich ihm ja meine Aufwartung machen. Meine Gnädigste, ich lasse Ihnen natürlich den Vortrag. Das ist sehr freundlich. Dann bitte melden Sie mich doch an. Ja, sehr gern. Ja, die Frau Abgeordnete Hauben steht, möchte an den Ministerialdirektor sprechen. Der Herr Ministerialdirektor lässt bitten. Danke Ihnen. Lassen Sie sich doch erklären, Frau. Ich will nicht hören. Ich bin nur noch zur Präsidentin. Auf der Stelle will ich zur Präsidentin. So was von Pech hat die Welt noch nicht gesehen. Wer schreit denn hier so? Wer ist das denn? Der Kaschadur! Wo war das Jüngelchen denn? Wir haben dich ja überall gesucht, hä? Eine verfolgte Situation. Ja, das kann man wohl sagen. Wenn du aber auch so blöd bist und den Polizeipräsidenten direkt in die Finger lässt. Wer sind Sie? Ministerialrat Ditschen. Das auch noch. So! Und jetzt wollen wir mal feststellen, wer das kleine Lehmännchen ist, hä? Das ist gar nicht nötig. Ich werde es Ihnen sagen. Ich bin... Herr Ministerialdirektor, der Herr Präsident lässt Sie noch einmal bitten. Wer ist das? Ja. Ich komme. Und bei dieser Gelegenheit werde ich um einen längeren Urlaub nachsuchen. Ich kann Ihnen verraten, der ist Ihnen bereits genehmigt. Der ist mir bereits. Und ich habe mich so auf Köln gefreut. Ministerialdirektor! Er war es, er ist vorläufig vom Amt suspendiert. Und Sie, mein lieber Freund, sind vertretungsweise mit der Führung der Geschäfte betraut. Ich? Ja, wieso denn gerade ich? Der Herr Minister und der Präsident haben heute so viel Gutes von Ihnen gehört, dass Sie als der einzig Würdige erscheinen. Ihr fällt mir langsam unheimlich! Aha, entschuldigen Sie, bitteschön. Herr Fadrian wieder. Mit Ihnen habe ich nichts zu schaffen, ja? Entschuldigen Sie, eine Frage nur. Wer ist hier der Vorgesetzte vom Ministerialrat? Der Ministerialdirektor. Den muss ich jetzt sofort und auf der Stelle sprechen. Das ist er. Ja, der staunte, was?